ich würde sagen, achso, ich möchte noch dem guten Super Nanny danken, bevor ich das vergesse. Der hat sich auch schon zu Wort gemeldet. Der hat mir geholfen. Er hat mir ein paar Mods vorgeschlagen oder ziemlich viele Mods, aus denen ich dann einige ausgewählt habe. Die Modliste findet ihr auch als Link in der Videobeschreibung. Da habe ich eine Kollektion gemacht. Da findet ihr dann alles, was ich hier verwenden werde. So. Und ich will euch kurz zeigen, welche Mods ich geladen habe. Das mache ich aber jetzt ganz, ganz kurz, weil es sind doch inzwischen einige. So, mehr Interaktionen mit den verschiedenen Fraktionen. Wir haben Rimwriter, die Leute können Schriftsteller werden und Bücher lesen. Wir haben diesen Hygiene-Mod, wo wir uns um Klo und Abwasser und sowas kümmern müssen. Verschiedene Tiere, dann haben wir die Bubbles hier, die Sprachbläschen. Heißt das so? Nee, ist egal. Dann können wir hier besser abbauen, Ressourcen, Follow Me, da können wir Leuten einfach folgen, Blueprints, das heißt, wir können Sachen kopieren, die wir schon gebaut haben. Es gibt einen umfangreicheren Animal Tab. Wir werden alarmiert, wenn sozusagen irgendwelche Viecher unsere Leute angreifen. Unsere Leute nehmen wenn sie ihre Waffen verloren haben, die wieder auf. Hier gibt es eine schönere Darstellung, wie das mit den Räumen aussieht. Wir haben so ein bisschen Trainingskram. Hallo, warum kann ich das nicht zeigen? Genau, können Sie ein bisschen mit den Waffen üben. Fluffy Relations. Das stellt so ein bisschen, glaube ich, die Beziehung dar zwischen den Kolonisten. Auch, glaube ich, mit anderen Fraktionen. Dann haben wir so einen Quality Builder. Da können wir sicherstellen, mit welcher Qualität die Gegenstände mindestens gebaut werden sollen oder versucht werden sollen. Color Code Stimmung, da sieht man, wie gut die Leute drauf sind. Dann hier Verbesserung in den Menüs. Das ist, glaube ich, ein entscheidender Mod, dieser Hospitality Mod. Da kann man bewusst Leute anwerben als Besucher, als Gäste. Das verändert ein bisschen das Balancing, ist aber, finde ich, rollenspielmäßig interessant. Medical gibt es dann neue Übersicht. Das ist einfach nur eine Interface-Verbesserung, glaube ich. Hier haben wir mehr Möbel dabei. Hier haben wir eine Karte über die Wärme und Kälte in den Räumen. Dann könnt ihr irgendwie cleverer die Sachen aufnehmen. Dann haben wir den Research-Tree, dass wir den komplett sehen. Wir können während des Spiels die Kolonie umbenennen. Hier tragen die Leute irgendwie die Sachen auch geschickter. Hier haben wir irgendwie noch bessere Medizin. Ne, die Leute haben das im Inventar schon irgendwie genau. Den Psychologie-Mod haben wir dabei. Das heißt, die Leute haben deutlich komplexere Psychologie und irgendwie schickere Haare. Das ist das, was wir dabei haben. Ich sag gleich, ich habe mit den meisten Mods noch nicht gespielt. Nur jetzt mal ein bisschen rumgetestet. Also soweit nochmal. Mein Erfahrungsstand in diesem Spiel ist relativ gering. Das habe ich ja schon eingangs erläutert. So, gibt es erstmal zu den Mods Fragen, Hinweise. Ich werde jetzt definitiv keine neuen mehr dazu nehmen, aber vielleicht in den nächsten Sessions. Das kann sehr, sehr gut sein oder es ist sogar sehr wahrscheinlich. Ja, also es klingt jetzt ein bisschen fett. Eigentlich, ich finde, wenn man das Spiel spielt, diese Mods sind dann gar nicht so dominant, wie es jetzt vielleicht den Eindruck macht. Absturz incoming. PC, nicht RimWorld. Ja, mal gucken. Ich glaube nicht. Ich denke das. Also ich glaube, da gibt es Leute, die mit viel, 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 viel mehr Mods spielen. Und ich denke, das sollte funktionieren. Mr. Prost, ich habe schon gesagt, es gibt eine Liste, einen Link in der Videobeschreibung. Da könnt ihr alle Mods auf einen Blick sehen. Eine Kollektion, die bei Steam angelegt ist. Okay, wir Hyperborough, ich weiß, wie das Spiel geht. Ich habe auch schon 40, 50 Stunden gespielt. Immer mal so 1, 2, 3 Stunden am Anfang. Das heißt so, die Bedienung, die kann ich. Aber ansonsten, ja, mehr sagen wir dazu nicht. Ich will aber kurz sagen, was nochmal zur Konzeption. Ich habe es schon eingangs gesagt. Ich will jetzt hier nicht megaplanmäßig, generalstabsmäßig war das Wort, gleich die Kolonie planen, sondern ich will ein bisschen mehr Zufall noch reinbringen. Nicht so sehr über diese Erzählerin, sondern indem ich zufällig die Charaktere auswähle, mit ein paar Ausnahmen. Also es muss schon irgendjemand bauen können oder solche Geschichten. Außerdem, der Absturzort soll zufällig gewählt werden. Und das heißt dann, dass wir auch unter den schlimmsten Bedingungen agieren. Das bedeutet im Zweifelsfall auch, dass wir einfach sterben und dann einfach neu anfangen. Also seid nicht traurig, habt jetzt keine Angst, wenn irgendwie die Bedingungen krass schlecht sind. Wir machen auf jeden Fall dann Neustart, wenn noch Zeit ist, heute oder
nächstes Mal, wie es halt passt. Also das ist wirklich ein langfristiges Projekt, aber das heißt nicht, dass wir jetzt unbedingt mit der ersten Kolonie das ganze Jahr verbringen werden. Das so vorweg. Das ist so in etwa der Plan. So. Okay. Dann werden wir eine neue Kolonie gründen und wir werden klassisch erstmal Absturz spielen, logisch. Und jetzt ist so ein bisschen die Frage, da bin ich mir nicht ganz sicher. Also ich will ja nachher Zufall haben. Ich werde auf jeden Fall Mittel spielen, aber ich weiß nicht, ob ich Cassandra oder Phoebe oder wie die heißt, Phoebe nehme. Im Prinzip sind die, glaube ich, ähnlich. Die haben halt eine ansteigende Kurve an Schwierigkeit und Spannung, was die Ereignisse betrifft. Aber bei Phoebe ist die Zeit zwischen diesen Ereignissen länger, sodass man mehr Zeit hat, irgendwie die Kolonie aufzubauen. Angesichts der Tatsache, dass wir komplett alles zufällig machen, Charaktere und Absturzstelle, tendiere ich fast ein bisschen zu Phoebe, um uns zumindest in der Hinsicht die Sache ein bisschen zu erleichtern. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. So, Nachtalb sagt, Phoebe ist langweilig. Tombo sagt, Phoebe dauert manchmal ewig, bis was passiert. Okay, alles klar. Cassandra ist auch fair. Okay, gut, scheinbar ist die deutliche Mehrheit des Chats für Cassandra. Ein, zwei Stimmen für Phoebe. Okay, alles klar, Leute. Dann habt ihr mich überzeugt. Dann starten wir einfach mit Cassandra. Wie gesagt, wenn es schief geht, starten wir nochmal. Laden machen wir erlaubt, einfach nur so aus Sicherheitsgründen. Wer weiß, technische Schwierigkeiten kann es immer geben. Ja, dann ist das die Entscheidung und wir machen weiter. Wir nennen den Seed auf jeden Fall Steinwein. Dann könnt ihr theoretisch die Welt dann auch relativ simpel nachspielen. 30% reicht, denke ich, absolut. Ich weiß gar nicht, warum man mehr machen sollte, oder? Wir generieren. Pro Minute nur ein Zug. Ja, danke für die Erinnerung. So, und jetzt wird's gleich spannend, denn ich habe ja gesagt, dass wir mit zufälligem Startplatz spielen. Und das heißt, das ist, glaube ich, mit die wichtigste Sache, die jetzt die Schwierigkeitsgrad bestimmt. Das kann also jetzt gleich schon ganz übel werden, wenn wir auf die Polarkappe kommen oder sowas. Oder in die Wüste. Wobei ich glaube, Polarkappe ist noch übler, oder? Ich würde mal sagen, wir machen es jetzt so, um es ein bisschen spannend zu machen. Ich drücke jetzt dreimal drauf und beim dritten Mal, also eins, zwei und das dritte Mal, den Platz, den nehmen wir. Hm? Okay, machen wir mal. Und wenn es halt ganz übel wird, dann müssen wir uns halt was einfallen lassen. Ich meinte, hey, wir stürzen ab und wenn wir auf die Polarkappe abstürzen, müssen wir da irgendwie überleben, oder? So, okay, also Nummer eins. Nummer 1 wäre gemäßigter Wald. Nummer 2. Nadelwald. Und jetzt. Nummer 3. Gemäßigter Wald mit einem riesigen Fluss in der Mitte. Okay, das ist die Entscheidung. Keine Ahnung, was das für uns bedeutet. Das heißt, ich glaube, ich habe nicht die Brückenmod an, die mir auch empfohlen wurde. Das heißt, wir können diesen Fluss nicht übertreten. du Lacker, wird gleich mal geschrieben. Ach, wie öde, sagt 79 Voller. Ja, Leute, aber wie gesagt, ich glaube, meine Kompetenzen sind nicht so riesig. Das muss nicht jetzt die letzte Wahl gewesen sein. So, wir schauen uns mal durch, was hier los ist. Ein Wald mit diversen Bäumen und Lichtungen, auf denen man fruchtbaren Boden vorfinden kann. Viele Tierarten bewegen sich durch die Wälder und auf den Ebenen. Riesiger Fluss, Sandstein und Marmor sind vorhanden. 242 Meter hoch, durchschnittliche Temperatur 11,5 Grad, Wachstumsperiode 30, 60 Tage. Okay. Alles klar. Mehr gibt es, glaube ich, jetzt nichts, was wir wissen müssen. Ja, es sind Brücken im Vanilla-Game, aber ich glaube, die sind nicht über tiefes Wasser, oder? Ich glaube nicht, man kann, glaube ich, keine Brücke über diesen riesen Fluss machen.
Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Da wisst ihr mehr. So, alles klar. Weiter geht's. Und jetzt haben wir gleich die nächste lustige Angelegenheit. Also, mein Plan ist hier, dass wir das ähnlich machen. Dass wir drei komplett zufällige Charaktere wählen. Das macht es wirklich sehr, sehr schwierig unter Umständen. Aber, und es gibt ein paar Bedingungen, die ich einbaue. Nämlich erstens, es dürfen nicht drei Charaktere desselben Geschlechtes sein. Ich möchte also ein bisschen verschiedene Geschlechter dabei haben. Zweitens, es darf nicht eine Konstellation sein, wo irgendwie, ich sag mal, ein wesentlicher Faktor oder eine wesentliche Tätigkeit nicht abgedeckt werden kann, weil alle sich irgendwie weigern. Das geht natürlich nicht. Das würde ich beachten. Was anderes ist, glaube ich, jetzt habe ich mir nicht überlegt. Doch, es gibt noch eine Geschichte, nämlich ein sehr lang, wie soll ich sagen, ein sehr großzügiger, regelmäßiger Unterstützer in Steinmanns Lager hat sich gewünscht, nach ihm benannt zu werden. Und möglichst einen männlichen Forscher. Also das muss ich auch noch mal jetzt mitbekommen. Das kriegen wir hin. Bedingung nur Nudisten, das wäre auch nicht schlecht. So, hier machen wir das auch. Achso, Map-Größe. Hätte ich das noch einstellen müssen? Ich weiß gar nicht, wo kann man das einstellen? Hätte man das vorher noch einstellen müssen? Jo. Ich glaube, ich habe die mittlere Map, die kleinere von den mittleren Map-Größen. Kann ich jetzt nochmal zurückgehen, ohne alles irgendwie blöd zu machen? Nö, ich glaube, ich lasse das jetzt so. Komm, das ist doch okay. Ich finde, die Maps sind auch mittel ganz gut. So, wir machen das jetzt so. Ich klicke jetzt auch wieder dreimal drauf. Den dritten werden wir erstmal so lassen und dann beschäftigen wir uns. Einmal zurückgehen, sagt 79 Voller. Ich lasse es so. Kein Problem. So. Eins. Halt, Quatsch, auf zufällig. Eins, zwei, drei. Und wir haben Marco Meadows. Gucken wir uns nachher genau an. Ich will erstmal die anderen machen. Ein Mann. Nur eine Sache, gucke ich mal, geistige Arbeit. Das ist schon ein Kandidat für meinen Supporter. Eins, zwei, drei. Marina Princess Ryers. Das sieht doch auch ganz interessant aus. Und 1, 2, 3. Konstantin Sauden. So. Ich würde sagen, es spricht im Moment nichts dagegen, so nicht zu spielen, oder? Wir gucken uns das gleich mal an. Marco wird jetzt umbenannt, weil der ist der Forscher. Das kann ich also den Wunsch jetzt erfüllen. Geistige Arbeit ist, glaube ich, Forschung. Ne? Genau, Forschen und Drogen synthetisieren. So, und jetzt kommt... So, jetzt ist es peinlich. Ich muss mal ganz kurz gucken, dass ich nicht den Namen falsch schreibe. Bin gleich wieder da, Leute. Denn es ist wohl, glaube ich, kein Nickname. Halt. So. Wie nennen wir ihn noch? Ich nenne ihn mal noch ein bisschen um, ne? Ich hoffe, er freut sich darüber. Roland MacGyver Groh. Okay. Alles klar. Falls noch jemand MacGyver kennen sollte. Okay, jetzt gucken wir uns mal ein bisschen die Werte an. Roland MacGyver Groh, 32 Jahre alt. Er ist Wrackforscher und Maschinensammler. Er verweigert nichts. Hat eine gruselige Atmung. MacGyver atmet schwer und ist ständig am Schwitzen. Andere Leute finden das unheimlich. Und er ist misogyn. Er hat eine starke Abneigung zu allen Frauen und misstraut ihnen. Alles klar. Jo, ansonsten, in diesen ganzen Sachen kann er ein bisschen, kann nicht bauen. Handwerk, okay, solider Profi und geistige Arbeit, da ist er der Experte. So, was ist hier mit Marina Princess Ryers? 29 Jahre, Hintergrund krankes Kind und Systematiker. Was ist ein Systematiker? Achso, sie klassifiziert irgendwie Sachen. Sie verweigert jegliches Gewalttätiges. Das heißt, sie verweigert den Kampf. Ganz interessant. Misandrie hat eine starke Abneigung zu allen Männern. Okay, also ich glaube, mit der Fortpflanzung könnte es schwierig werden. Ja.
McAlpha ist 69 geworden. Und ein Gourmet. Princess, ach, deswegen heißt sie wahrscheinlich Princess, ist sehr kritisch, wenn es ums Essen geht. Sie erwartet es, gut gegessen zu haben und wird sich beschweren, wenn ihr Essen nicht gut ist. Gut, sie ist hier super gut im, naja, super gut. Also sie mag Pflanzen, das ist ganz gut. Dadurch kann sie natürlich hübsch den Anbau betreiben und zumindest die Grundlage für gutes Essen schaffen. So, und Konstantin Snowden. Ich finde, wir sollten den kurz noch umnennen in Konstantin Snowden. Warum ist hier in der Mitte eigentlich auch ein Name? So, ich weiß auch nicht warum. Er ist ein gezüchteter Soldat, ein Raumschiff-Hausmeister, verweigert jegliche Fürsorge und Soziales, ist psychisch abgestumpft, hat auch eine gruselige Atmung und ist ein Optimist. Na, wer sagt es denn? Okay, unser großes Problem ist Konstruktion. Gibt es irgendeiner, der zumindest Bock hat auf Bauen? Ja, MacGyver, aber auch nur so mäßig. Okay, alles klar. Er hat eine Schussnarbe noch am rechten Bein und ist verwandt mit Richard Snowden, der eigentlich auch Snowden heißt. So, dann sind das, glaube ich, erstmal die wesentlichen Sachen. Die Geschichten gucken wir uns später an, glaube ich. Dann kann mir jemand von euch auch die Kinsey-Skala mal bei der Sexualität erklären. Aber das machen wir nicht jetzt. Gut, Leute, gibt es irgendwas, was ich noch bedenken müsste? Bergbau scheint auch traurig zu sein. Stimmt. Wir sehen ja hier die Gesamtfähigkeiten des Teams. Also konstruieren und Bergbau ist nicht so toll. Aber dafür sind sie die großen Forscher. Die ersten zwei hassen sich sicher und der dritte ist psychisch abgestumpft und sozial unfähig. Genau, der Wert ist wurscht. Hauptsache, sie haben Lust auf Lernen. Das ist, glaube ich, auch das Entscheidende. Zwei Männer mit gruseliger Atmung. Oh Gott. Ja, ihre ganzen Vorurteile, die werden sich vermutlich mega bestätigen. Ah, 0 ist hetero, 6 ist homo. Ah, okay. Das ist ja cool, interessant. Das gucken wir uns gleich nochmal an. Kinsey-Skala 0, 0, 0. Boah, krass, die sind alle die Mega-Heteros. Naja. Gut, Leute. Ich glaube, das reicht für den Anfang. Ich würde mal sagen, wir starten und schauen dann mal, wie es konkret aussieht. Kann man eigentlich auch in den Fluss jetzt fallen? Was passiert dann? Ist dann gleich vorbei? So. Der Krach von Sirenen und berstendem Metall hallt durch eure Ohren, als sie aus eurem Krypto, ich dachte, das heißt immer Kryoschlaf, ist das gleiche? Kann sein, erwacht. Trotz Explosion und entweichender Atemluft schafft ihr es gerade noch, die Rettungskapseln zu erreichen und euch ins All zu katapultieren, bevor euer Raumschiff auseinanderbricht. Einige Zeit später landet ihr auf diesem unbekannten Planeten. Am Rande der Galaxie, um euch herum schlagen noch die letzten Trümmer des zerstörten Raumschiffes ein, als ihr damit beginnt, Pläne für euer Überleben zu schmieden. Ja, sie fliegen in den Fluss! Okay, aber sie offenbar können sie da gehen. Ich kann mir vorstellen, das ist nicht so gut für die Sachen, oder? Es ist sogar noch der tiefe Teil des Flusses. Okay. Gut, dann schauen wir uns erstmal die Karte an. So. Jo. Wir müssen uns für ein Ufer entscheiden. Das ist vermutlich erstmal das Wichtigste. Jetzt kommen die Pros ins Spiel. Ich denke mal, wir sollten nicht allzu weit von der Absturzstelle sein, weil wir ja die Sachen noch irgendwie rumschleppen müssen. Aber eigentlich würde ich sagen, wir schmiegen uns hier irgendwie nett an eine dieser Berge ran. Oder, oh, später können wir das vielleicht nutzen. Sind die irgendwie böse? Nö, die sehen, ja, sind wild, ne? Ich weiß nicht. Dann vielleicht in die andere Richtung. Hier liegt auch noch ein bisschen. Ich würde tatsächlich tendenziell irgendwie zum linken Ufer tendieren. Aber ich gucke mal, was der Chat schreibt. In RimWorld ist noch nie einer ertrunken. Okay. Oben wäre ein großer Patch fruchtbaren Bodens, wird geschrieben. Das ist vermutlich fruchtbare Erde. Ja, stimmt. Und hier haben wir auch eine schöne glatte Wand. Warum auch immer die hier schon ist.
Vielleicht ist das ein ganz guter Platz. Hier mit Blick auf den Fluss. Oh ja, das gefällt mir eigentlich. Das gefällt mir. Da können wir hier gleich... Ah nee, warte mal, ist das Schlamm? Schlamm ist das. Das ist gar kein fruchtbarer Boden. Erde, Erde, Erde. Wo ist fruchtbarer Boden, Leute? Die Wand würde ich vorerst in Ruhe lassen. Ja, ja. Schau mal nach den Thermalquellen. Stimmt, die sind ja jetzt irgendwie auch mit dabei. Hier ist eine. Hier haben wir fruchtbare Erde. Rechts davon. Ah ja, alles klar. Okay, dann wäre hier vielleicht... Ja, hier haben wir sogar noch schon ein Gebäude, das wir nutzen könnten. Das wäre auch ganz kuschelig, oder? Was sind das für Viecher? Wildschweine. Naja. Ist das zu weit weg, Döne? Ich würde sagen, wir können ja vielleicht das hier machen. Hier haben wir auch so ein Geysir, den wir irgendwie noch für Energiegewinnung nutzen können. Also das würde spontan, würde ich sagen, das ist okay. Wer ist dafür? Das ist zu nah am Kartenrand, wird gesagt. Wo dann Leute kommen können. Ja. Die fruchtbare Erde ist nun mal am Kartenrand. Okay. Die ersten im Chat sagen, sie sind dafür. Dann werden wir dort hinziehen. So, jetzt geht's los. Womit starten wir? Wir starten damit, irgendwie erstmal eine Behausung zu schaffen. Ich finde es immersionsmäßig, muss ich gleich mal so dazu sagen, irgendwie schöner, wenn wir nicht gleich für jeden irgendwie ein Einzelgebäude bauen, sondern ich stelle mir so vor, wenn man irgendwo landet, dann wird man, ja, dann wird man erstmal irgendwie so eine Gemeinschaftshütte bauen, irgendwie erstmal um unterzukommen und dann vielleicht später Einzelzimmer. So würde ich das gerne handhaben. So, jetzt ist die Frage, bauen wir erstmal einen Lagerplatz und so ein Kram, ne? Okay. Dann, beziehungsweise ich tendiere jetzt dazu, hier ein kleines Lager hier erstmal ranzubauen und vielleicht hier so eine erste Gemeinschaftshütte zu starten, wo es dann erstmal losgeht. Wir haben genug Holz, denke ich. Wir können also, glaube ich, entspannt hier mit Holz bauen. Jo, dann starten wir mal durch mit Holzwänden. Ich plane erstmal, oder beziehungsweise ich baue erstmal, beziehungsweise er sagt mir zu wenig, ich muss jetzt erstmal alles frei machen, ne? Dass sie das mitnehmen dürfen. Dann können sie das alles mal hinschleppen. Achso, wir müssen dann erstmal gleich mal gucken, wer nimmt welche Waffe. Sie weigert sich ja irgendwie zu kämpfen. Das heißt, wir müssen erstmal gucken, wer ist jetzt hier der beste Fernkämpfer. 4. Das ist natürlich Konstantin Snowden. Der wird dann das Gewehr nehmen, würde ich mal sagen. Und jetzt ist die Frage, wollen wir einen die Pistole geben? Also Princess kämpft ja nicht, oder wollen wir einen zum Nahkämpfer machen? Also sollten wir vielleicht von den... Er hat so ein bisschen... Aber ich würde sagen, MacGyver wird gleichzeitig der Nahkämpfer. Und der kriegt dann auch die Rüstung. So, was haben wir noch? Das ist nur Metallschrott. Achso, hier. Hier ist der Helm. Und irgendwas liegt noch irgendwo rum. Egal. Die Pistole, die müssen wir dann später mitnehmen. So, wir erlauben erstmal alles mitzunehmen. Zack. Da ist noch ein X. Schutzhose. Ah ja, die Schutzhose. Ich weiß nicht, ob man... Vielleicht kann unser guter Snowden auch noch die Schutzhose nehmen. Das ist soweit okay. Gut. So. Ja. Hund trainieren und so Kram. Ach, richtig. Unseren Hund. Haben wir einen Hund? Den haben wir noch gar nicht beachtet. Den müssen wir natürlich auch uns mal angucken. Wem gehört der denn? Nikita. Ein Husky. Und gehört zu Princess. Princess, ja. Der soll dann gleich mal trainiert werden. Können wir mal einstellen. Die ganzen Geschichten nachher machen wir. Die machen wir noch mit den Prioritäten. Sowas alles. Gemach, gemach. Gut, ich würde mal sagen, wir bauen jetzt erstmal einen Lagerplatz und die erste Hütte. Ich weiß nicht, ob das Holz reicht, sonst müssen wir gleich mit Holz erstmal anfangen. So, wir machen das mal bis hier runter, zack. Und
eine Tür, machen wir sie hier oben rein. Und, also ich plane das so, dass diese erste, wie soll ich sagen, das erste provisorische Haus, das wird dann später so eine Art Gemeinschaftszimmer oder so ein Esszimmer. Deswegen werde ich jetzt mal ganz locker flockig. Die Frage ist, wie wir das anlegen. Ich würde mal sagen, der Eingang nach hier unten. Dann haben wir so eine Art Innenhof. Das gefällt mir schon. Ich hoffe, diese Wildschweine werden dich irgendwie unangenehm. Machen wir es mal gleich. Ich meine, da sollen jetzt drei Leute übernachten. Sind wir gleich mal ein bisschen großzügig. Und wie wir dann später davon abgehen, müssen wir sehen. Okay, Tür kommt dann dementsprechend hier runter. Und dann fangen wir an mit den Basissachen. Erstmal für Betten sorgen, würde ich sagen. Einer, die schlafen in der Ecke. Das ist irgendwie dieser Qualitätsmod. Da müssen wir mal gucken, was eingestellt ist. Wir können ja nicht richtig bauen. Insofern wird der Mod jetzt vermutlich nicht so viel bringen im Moment. Wartet mal, wo konnte man das nochmal einstellen? Jetzt geht schon los. Strukturen, Blaupause. Ist egal. Machen wir später. Also ich glaube, der ist auf ungenügend eingestellt. So, jetzt sollen sie mal loslegen und ein bisschen Zeug rumschleppen. Ne, würde ich gleich so ganz schnell machen. So, was macht er? Er nimmt sich gleich schön Holz und dann beginnen sie hoffentlich alle so ein bisschen zu arbeiten. So, was ist hier? Ein antiker Schrein ist irgendwo. Als Princess sich der antiken Wand nähert, überkommt sie eine unheilvolle Vorahnung. Sie ist sich nicht sicher, warum, aber sie spürt, dass in dieser verstaubten Ruine eine große Gefahr lauern könnte. Ach du Schreck! Ja, ja, ihr habt ja schon Andeutungen gemacht. Ich würde mal sagen, wir lassen das jetzt erstmal so. Aber Princess ist sowieso Princess, ne? Das nehmen wir nicht ernst. Genau, Lagerplatz müssen wir noch einrichten. Guter Hinweis. Zone, Lagerzone. Und dann gucken wir mal. Die sind echt schnell. Leute, fast ein bisschen zu schnell. Wir wollen noch ein bisschen gemütlich zugucken, wer was hier so macht im Moment. Aber sie tragen fleißig ihr das Zeug. Warum haben sie ihre Waffen noch nicht genommen? Habe ich da irgendwas? Vielleicht sind sie erstmal erpicht darauf zu bauen. Snow, du sollst dein Gewehr mal nehmen. Haben die anderen Befehle das möglicherweise überschrieben? Kann gut sein. So, MacGyver, hast du das Messer genommen? Ich glaube, das hat er genommen, oder? Aber der hat die Schutzweste und so nicht genommen. Gut. Ah, okay. Befehle mit Shift ausführen. Alles klar. Okay, sie sind schon mal fleißig. Alles gemütlich. 25 Grad. Bestens. So ein Absturz ist doch gar nicht so schlimm, oder? Warte mal, wir müssen mal ein bisschen langsamer machen, um zu sehen, was sie hier... Sie hat ein Thema gesprochen, ja. Princess lernte von MacGyvers Meinung über ihre Lieblingsfilme. Ob Roland jetzt sauer ist. Ist Roland eigentlich da? Ist es okay für dich, dass ich dich MacGyver genannt habe? Also hier steht, es wird Roland jetzt nicht angezeigt. Ich hoffe, das ist okay für ihn. Gut, Snowden futtert erstmal. Also im Moment... Ja, die sind aber echt straight. Die wissen, was los ist. MacGyver gab zu Princess einen Kommentar ab über Ärger im Alter. Also trotz ihrer gegenseitigen Phobie, obwohl war MacGyver, ich muss mir das erstmal merken, war MacGyver, ja, MacGyver war das, der Frauen nicht leiden konnte und Princess andersrum. Aber vielleicht ist das ja die Ebene der Beziehung, auf der es irgendwie funkt zwischen ihnen beiden. Wer weiß es. MacGyver wird auch fast nicht veräppelt. Ja, klar kann man die Leute umbenennen. Habe ich ja auch gemacht.
Automatische Schiebetüren aus Holz. Ja, klar. So, was machen sie jetzt? Die Reste, oh, ist hier noch so viel zu schleppen, Leute. Aber Princess bekommt keine Rüstung. Die ist ja sowieso, die versteckt sich immer, wenn es drauf ankommt. Was macht MacGyver? MacGyver schaut in den Himmel, oder? Schaut den Wolken zu. Unfassbar. Hm. Da komme ich gleich zu einem Punkt. Warte mal, wir wollen mal ein bisschen hier... Wir wollen doch mal ein bisschen hier einstellen. Wir werden mal Folgendes machen. Wir werden... Die müssen jetzt erstmal arbeiten von 7 bis 19 Uhr. Mittagspause gibt es nicht. 6 bis 7 Uhr können sie machen, was sie wollen. Abends wird entspannt. So, dann haben wir schon mal die wichtigsten Sachen geklärt. Irgendwie Nachtschwärmer haben wir, glaube ich, nicht dabei. Jäger ohne Fernkampfwaffe. Ach, den haben wir als Jäger gesetzt. Ja, das machen wir dann gleich noch. Hm. Das Klo-Thema wird schon relevant. Okay. Das drittwichtigste nach Lagerplatz und Haus ist natürlich Klo. Das machen wir erstmal ganz spartanisch. Ich finde, wir sollten... Eigentlich hätten wir doch gleich irgendwie in die antiken Ruinen kacken sollen. Aber hier ist doch so eine schöne Nische eigentlich. Schöne Klo-Nische. Warte mal, wir bauen erstmal... Oh, das ist schon fast zu großzügig. Und die ersten Hygienesachen. Ach du Schreck. Wow, hier geht es ja gleich richtig ab. Aber wir fangen einfach mal an mit einer netten Latrine. Holz müssen wir vielleicht dann auch noch mal besorgen. So, warte mal. Ne, was mache ich gerade? Q und E ist drehen, ne? So, wie rum ist das? Ist schwer zu sehen. Wo ist vorne bei dieser Latrine? Verdammt. Das erste Problem, an dem wir scheitern werden. Achso, hier, man sieht es so ein bisschen. Ich glaube... Wir stellen sie mal sicherweise so hin. So, da ist die Latrine. Hier kommt noch ein Wascheimer hin. Den nehmen wir auch aus Holz. Der kommt in die Ecke. Und dann brauchen wir, glaube ich, noch einen Brunnen, oder? Irgendwie so ein primitiver Brunnen. Hm, warte mal, es gab den irgendwo. Wo sie Wasser holen. Hm. Oh, schaut mal. Ist das die Wasseranzeige? Ist ja cool. Ja, sollte nicht so weit weg sein, ne? Direkt da. Also, sollte das Wasser direkt am Klo sein? Ich weiß nicht. Wie leeren die das eigentlich aus? Wir bauen es mal dahin. So. So, warte mal hier. Irgendwas gefällt mir ja noch nicht. Ich will mal hier sehen. Klappt das mal alles aus? Wir haben kein Holz, ne? Müssen wir jetzt erstmal Holz schlagen. Gucken mal, wie die Bäume hier so drauf sind. 36, 89. Ja, komm, hackt mal ein bisschen Holz. Aber es ist... Die erste Nacht wird im Freien verbracht, wie es aussieht. So, ich suche jetzt ein paar ältere Bäume. Aber wir haben so viele Bäume, ich glaube... Ach, hier. Da kann man doch... Schöne Eichen sind hier übrigens. Kann man ein bisschen großzügig sein, oder? Mal gucken, wie viel dabei rumkommt. So, Snowden schläft schon mal. Einfach so. Ich finde, die erste Nacht sollten sie ruhig mal in freier Natur verbringen. Da kommen sie zur Besinnung. Princess legt sich auch einfach hin. Wunderbar. Man darf am Tag nur 10 Stunden arbeiten. Okay, ich kann Dünger daraus machen. Interessant. Die Eichen am Rande der Galaxie. Mach spontane Schlafplätze in der ungekühlten Kühlkammer. Ja, Leute, die haben sich jetzt spontan schon hingelegt. Es ist, glaube ich, zu spät. Wir gucken mal ein bisschen uns die Leute an, wie sie so drauf sind. Ruhe ist nicht so toll. Entspannung ist großartig. Stimmung ist natürlich jetzt erstmal gut, weil die Erwartungen gering sind. Erholt, Optimismus. Perfekt. MacGyver erzählte Princess einen Witz über Hufeisen.
Also zuversichtlich, selbstständig, großzügig, äußerst. Intelligent, beurteilend und mitfühlend ist er sehr. Und was ist er nicht? Er ist nicht cool, er ist nicht nostalgisch und nicht emotional. Das ist unser guter Roland. Auch MacGyver genannt. Princess? Princess hat Hunger. Sie ist äußerst ehrgeizig. Vertrauensvoll, romantisch. Das passt ja irgendwie gar nicht so richtig. Zuversichtlich und spontan. Sie ist nicht höflich, nicht großzügig, nicht reinlich und auch nicht freundlich. Ja, wir machen gleich auf schnell. Keine Sorge. Das will ich jetzt nicht die ganze Nacht durchziehen. Aber ich will mal ein bisschen die Ruhepause nutzen, um unsere Leute ein bisschen näher kennenzulernen. So, äußerst rational Snowden und äußerst emotional. Ich würde mal sagen, diese Kombination ist hochgradig selten bis nahezu unmöglich. Habe ich persönlich in meinem Leben noch nicht erlebt. Ein Phänomen. Und optimistisch. Wie ist das eigentlich? Ändert sich das? Oder ist das sozusagen eine Konstituierende, die jetzt immer so ist? Aggressiv und abenteuerlustig ist er. Na gut, dass er ein Gewehr dabei hat. Die einzige Frau auf dem Planeten und dann von Natur aus zickig. Und sie, die wäscht sich nicht die Hände, ja. Dreckige Prinzessin. So, Feld anlegen. Stimmt, das können wir schon mal so ein bisschen planen, ne? Das können wir schon so ein bisschen planen. Muss man jetzt eigentlich sollte man diese fruchtbare Erde so komplett irgendwie treffen? Oder kann man auch so ein bisschen großzügig sein? Ach, wisst ihr was? Ich meinte, wer legt schon so ein Feld an, wo er dann so komisch zirkelt? Ich finde, wir sollten da ein bisschen rollenspielerisch großzügig rangehen. Wir machen jetzt erstmal schön ein paar Anbauzonen. Ja, machen wir mal so Längsfelder. Warum auch immer, bin ich aus meinem Garten so gewohnt. Vier Felder mache ich mal, keine Ahnung. Oh, warte mal, aber hier sind noch irgendwie Sachen, die wir noch ernten können. Ach ja, die Heilwurzeln, die sollten wir vielleicht erstmal nicht überbauen, würde ich sagen. Dann gehen wir da runter nochmal. So, wir haben ja jetzt hier... Was bauen wir an, Leute? Was meint ihr? Also Kartoffeln müssen dabei sein, das ist klar. Habt ihr irgendwelche Empfehlungen? Wollen wir gleich Heilwurzeln anbauen? Warte mal, wenn wir hier... Ach, wir könnten auch vielleicht hier direkt Heilwurzeln anbauen, dann bleiben die stehen vielleicht. Ich weiß es nicht. Aber wahrscheinlich sollte man das machen, ne? Heilwurzel? Vier Felderwirtschaft, genau. Okay, Heilwurzel ist auch ein Muss. Kartoffeln mache ich so aus privater Leidenschaft. Und Reis, weil es schnell wächst, gehe ich mal davon aus. So, zweimal Reis. Einmal Mais, einmal Reis. Einmal Baumwolle. Wollen wir gleich Baumwolle machen? Doch, doch, Heilwurzeln, glaube ich, kann jemand. Wir haben doch, die Prinzessin hat doch 8. Und ich glaube, mit 8 kann man Heilwurzeln. Jo. Okay, dann machen wir... Wollen wir noch ein fünftes Feld oder ist das zu viel? Mais gibt es hier gar nicht. Doch, Mais gibt es auch. Ah komm, wir machen 5 Felder. Wir machen 5 Felder Wirtschaft. Die berühmte 5 Felder Wirtschaft. Machen Mais und dann Baum. Oh Gott, jetzt wird schon Tag. Ich bin total gestresst. Halt, Quatsch. So, ist mir egal, dass hier die Erde nicht top ist. Es muss jetzt hier irgendwie ordentlich sein. So, dann machen wir auch noch Baumwolle, weil ihr das wollt. Ich habe das Gefühl, die arme Princess wird ein bisschen überarbeitet damit. Aber okay.
Wollen wir vielleicht schon mal die Prioritäten festlegen jetzt? Oder wollen wir erstmal ein bisschen. Lass mal einen Augenblick laufen, ne? Wie lange pennen die denn? Jetzt geht's los. Nee, Prioritäten habe ich noch nicht eingestellt. Machen wir gleich. Kurz mal einen Überblick gewinnen. Ah, Princess ist schon sehr cool dabei. Fällt auch gleich Bäume mit. Perfekt, alles gut. Er holt das ab. Sehr schön. Gut, dann lass ich mal langsam laufen und wir gucken uns mal die Prioritäten an. So. Jetzt machen wir erstmal diese Sachen. Ihr könnt dann ja jeder so mal... Naja, obwohl, das wird, glaube ich, zu kompliziert. So, also Princess hier ist unsere Ärztin mit 6. Das müssen wir uns schon mal merken. Bettruhe. Ja, das ist natürlich auch wichtig, ist klar. So, Transport. Da... Achso, Tragen mit hoher Priorität. Okay, das sind also... Achso, wenn ich sage, es ist dringend, dann wird das hier gemacht. Hm. Ja, okay. Wenn es dringend ist, dringend. Dann müssen sie es auch machen. Was ist Hilfsarbeit nochmal? Okay, einfache Sachen. Das lassen wir mal auf 3. Was ist das hier? Der mag das nicht. Aufsehen! Haben wir alle 0? Wie geil. Das wird lustig. Snowden weigert sich ja bei solchen Geschichten und die anderen sind völlig asozial. Und auch verhandeln ist auch 0. Oh mein Gott. Bettruhe nicht auf 1. Bettruhe wird zum Erholen von nicht lebensbedrohlichen Krankheiten verordnet. Der Erholende ruht sich in Krankenbetten aus. Klingt für mich erstmal ziemlich wichtig. Und doch, lassen wir. Also, es ist ja nur, wenn er krank ist, ne? Ist ja nicht die normale Bettruhe. So, wer ist hier der Tierpfleger? Beide sind 8. Müssen wir uns nachher noch überlegen. Stelle ich erstmal. Ja, es ist ein bisschen blöd hier mit Aufsehen. Also ich finde. Wer soll das machen? MacGyver oder Princess? Ich würde sagen, Princess macht das. Sie kriegt den Aufseher. So, jetzt muss irgendeiner Fähiger mal kochen. Snowden. Das ist sein. Snowdens Job ist kochen. Wer ist der Jäger? Also Hauptjob mache ich mal immer auf 2 und Nebenjob mache ich auf 3 oder so. Das ist jetzt mein System. MacGyver ist der Hauptjäger. Snowden ist vielleicht... Obwohl, der hat... Halt! Aber Snowden? Hä? Hatte nicht Snowden das bessere... Ach so, da kommt noch mehr zusammen. Nee, aber Snowden hat die Waffe. Snowden muss jagen. Insofern können wir das hier auch wegmachen. Bauen. Das ist jetzt spannend. 2, 2, 3. Sie war doch irgendwie... Sie hatte doch wenigstens Lust zum Bauen, oder? Princess? Wie war das nochmal? Bauen... Oder warte mal. Ne, wer hatte noch ein bisschen Bock zum Konstruieren? Irgendjemand hatte das. MacGyver. MacGyver muss glaube ich, viel machen, hab ich das Gefühl. Also, bauen. Der hatte eine kleine Flamme wenigstens dafür. Hm. So, sie macht Feldarbeit. Das ist auch ihr Hauptjob. Er hat 4. Ja, weiß nicht. Lassen wir das erstmal so. Bergbau 3, 2, 2. Waldarbeit. Wer fällt hier? 4, 8. Okay. Princess ist auch gut im Abholzen. Dann macht sie das auch. Sie macht Feld- und Waldarbeit. Das passt doch schon. Schmieden, das ist natürlich hier... Oh, die sind beide ganz gut. MacGyver und Snowden. Aber manchmal beide auf 2. Schneidern. Kunst ist, glaube ich, jetzt erstmal am Anfang unwichtig. Vielleicht sollten wir es noch ein bisschen besser aufteilen zwischen denen. Dass einer das und der andere das macht. Forschen ist, glaube ich, noch super wichtig. So, aber das ist doof, ne? Dass Bergbau, Schmieden, Schneidern vor Forschen geht, das wollen wir eigentlich nicht.
Gut. Du machst dann erstmal Handwerk. Reinigen. Jetzt, das ist jetzt fies, ne? Wenn wir das Princess machen lassen. Sollen alle gleichzeitig machen, oder? Okay, Leute. Habt ihr noch Vorschläge, wie wir das besser einstellen können? Princess hat den Hund mitgebracht. Deswegen soll sie die Tierpflegerin sein. Okay. Gehen wir da mal auf 2. Hauptjob auf 1, sagt Landvogt. Ja gut, es wird ja in der Reihenfolge abgearbeitet, ne? Na gut, dann machen wir das so. Dann machen wir Hauptjob überall auf 1. Wenn ihr meint. Hier bin ich mir nicht ganz sicher. Okay. So, reinigen auf 3 lassen. Kochen auf 1 habe ich ja. Handwerk, Schmieden, Schneidern, Kunst ist erstmal irrelevant. Ja, werden wir eh wahrscheinlich nicht machen. Sonst, ich kann es auch gleich erstmal auf 3 stellen. Okay, Leute. Nee, das ist, glaube ich, nicht kritisch, wenn hier das auf 1 gestellt wird, weil das in der Reihenfolge abgearbeitet wird. Also wenn hier Verhandeln auf 1 ist und es brennt, wird trotzdem das zuerst gemacht. Deswegen kann man das, glaube ich, auf 1 stellen. Ist, glaube ich, unkritisch. Gut, Leute. Also wir lassen das erstmal so. Wir werden das sicher noch feintunen. Erstmal gucken wir, wie weit sie sind. Ey, Leute, die Betten sind gebaut. Ich glaube, sie suchen sich ja dann selbst ihre Betten. Insofern geht es erstmal ganz anständig voran. Was noch fehlt, ist das Klo. Wie es aussieht, was sehe ich das nicht mehr. Was ist hier los? Achso, es ist schon angebaut, ne? Die Holzlatrine. Jo. Wir haben es, wie spät? 19 Uhr. Der zweite Abend bricht an. Und erstmals können die im Bett schlafen. Holz müsste eigentlich nach und nach jetzt über die Felder kommen. Princess ist noch super fleißig beim Anbauen. Alles gut soweit. 24, hier oben sehen wir es ja, ne? 24 Grad, ja. So. Wie ist es eigentlich? Sammeln die selber, wenn die Heilpflanzen auf 100 sind, sammeln die selber ab oder muss man die ernten? Ich glaube, man muss die dann noch zur Ernte freigeben, ne? Oder machen die das selbst? Ich vermute, wenn die nicht auf den Feldern stehen, muss man es selbst machen, ne? Jo. Können wir schon mal machen. So, Princess hat sich die Ecke schon mal ausgesucht. MacGyver sortiert noch so ein bisschen das Lager. Wir könnten noch dem Hund irgendwie schon mal was machen. Ist das bei Möbel? Erstmal nur eine Kennzeichnung. Der findet da, glaube ich, alleine hin, oder? Na, der ist ja auch frei. Der kann sich hinlegen, wo er will. Bäume im Haus fällen. Ja, das ist ein guter Hinweis. Das sollten wir wahrscheinlich als nächstes machen. Und dann den Boden vielleicht glätten. Und wir können vielleicht dann über den Boden auch nochmal... Ob man den schon baut, dann wird es gleich richtig gemütlich. Halt, was habe ich gemacht? Ich glaube, ich habe nur... Achso, ja, entfernen. Da ist nichts zu fällen. Das kann man so. Achso, das ist der Schlafplatz, ja. Okay. Was bellst du da? Entfernen wir erstmal die ganzen Pflanzen. Hey! Er legt sie auch prompt auf den Schlafplatz. Sehr schön. Und neben uns schlafen die Geißböcke wie idyllisch. MacGyver sucht sich natürlich komplett die andere Ecke. Die beiden... das finde ich schon lustig. wollen gar nicht in der Nähe schlafen. Und der arme Snowden muss in der Mitte schlafen, der kein Problem mit Frauen oder Männern hat. Ah, okay, ich kann das mit Doppelklick besser machen. Alles klar. Bodenglätten dauert 100 Jahre. Das ist effektiver, einfach was zu bauen. Ja, jetzt ist die Frage,
Leute, was meint ihr? Was wäre jetzt der nächste Schritt? Jetzt muss nur noch das Klo gebaut werden. Womit sollten wir weitermachen? Was sind so die Prioritäten? Ich denke mal, wir sollten noch ein bisschen Holz fällen. Holz fällen und dann den Boden in dem, im Zimmer machen, damit es ein bisschen gemütlicher ist. Zum Skillen ist Bodenglätten aber gut, okay. Gefängnis oder Gästezimmer, ne? Küche, Bierbrauen. Klo, Tisch und eigenes Schlafzimmer. Klo haben wir da schon. Ach so, Tisch, ja. Tisch ist stimmt. Tisch sollten wir machen. Das ist gut. Und eine Küche wäre vielleicht auch nicht schlecht. Wir machen erstmal ein kleines Feuerchen. Das ist, glaube ich, bei... Ne, warte mal. Kann man nicht... Es gab doch mal so ein Feuer, ne? Wo ist das? Fackel meine ich nicht. Man kann auch so ein Basisfeuer bauen. Oder ist das auch irgendeine... Habe ich das nur irgendwo gesehen? In der Mod? Hm. Na gut, gucken wir erstmal nach dem Tisch. Holztisch. So, in welche... Der wird in die Ecke... Das ist ein Riesentisch. Es gibt auch noch diesen hier. Der ist ja auch so groß. Der reicht, glaube ich, erstmal völlig. Aber Ecke ist auch doof, ne? Machen wir es mal so. So. Und drei Stühle. Genau, Lagerfeuer. Ja, also wir brauchen einen Lagerraum, wo wir die Temperatur irgendwie reduzieren können. Aber das mit der Ernte dauert ja noch ein bisschen. Ist das jetzt wirklich die Nummer 1 Priorität? Hm. Feuer ist unter Temperatur, sagt ihr. Okay, Lagerfeuer. Bauen wir erstmal ins Lager rein, so provisorisch. Dann kann da die ersten Sachen vielleicht gekocht werden und dann müssen wir uns überlegen. Wollen wir gleich schon so ein komisches Gästezimmer-Gefängnis bauen? Könnte man machen, ne? Bauen wir das vom Klo ab. Bloß nicht zu großzügig. Und ein Bett kommt natürlich rein. Oder ein Schlafplatz vielleicht nur. Wir sind da erstmal nicht so großzügig. Kommt erstmal nur ein Schlafplatz rein. Gut. Super Nanny ist schon beim Strom. Ja, Leute. Okay, reden wir mal über das Kühlding. Sollte man dann gleich, bevor man das Kühlding baut, jetzt mit Strom anfangen? Oder sollte man erstmal diese manuelle Kühlung nehmen? Quasi so als Zwischenschritt. Was macht Princess? Hey, es ist 4 Uhr. Wo gehst du denn hin? Sie wäscht sich dort. Ich bin fasziniert. Ich denke, sie ist nicht so reinlich. Wir haben hier so einen schönen Tümpel in der Nähe. Das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Das ist ganz entzückend eigentlich. Okay, der Chat ist da. Wir sollten gleich mit Strom. Aha, das manuelle Kühlding kühlt nur für das Wohlbefinden der Kolonisten, nicht kalt genug für Nahrung. Gut, dann also ist Strom die nächste große Sache. Was jetzt passiert? Verteidigung benötigt. Achso, wir werden darauf hingewiesen. Ja, die wissen ja noch gar nicht, dass hier andere sind. Die Senken sind abgestürzt. Ich finde es irgendwie komisch, wenn man jetzt Sandsäcke baut. Wir sind doch hier... Wir gehen ja erstmal davon aus, dass hier gar keiner ist. Dass es unbewohnt ist. Oder? Gut, Leute. Strom. Strom
heißt Windturbine oder Holzfeuergenerator? Was meint ihr so? Wilde Tiere gibt es ja auch noch, das stimmt. Aber von denen haben wir auch noch nicht so viel gesehen. Helfen gegen wilde Tiere auch Sandsäcke? Ja, vermutlich. Wind, du hast noch keine Batterien. Holz, sagt Tom Buhr. Holzgenerator. Ja, Batterien, ja, klar. Okay, das heißt, wir starten mit dem Holzgenerator. Ja, es sind antike Ruinen. Okay, ich würde sagen, dann machen wir Holzgeneratoren. Und jetzt ist die Frage, wo bauen wir die am besten hin? Ich würde sagen, da würde ich gerne so einen kleinen Generatorschuppen bauen. Finde ich ganz nett. Jetzt ist die Überlegung, wo der hinkommt. Da ist ein bisschen zu weit weg. Aber irgendwann werden wir das auch noch nutzen. Vielleicht gleich hier. Ich meine, diese blöde Wand, die können wir vielleicht mal wegnehmen. Oder wir verlängern das hier einfach für so einen Generatorschuppen. Ist vielleicht gar nicht so eine doofe Idee. Machen wir das. Okay, wir haben doch auch Steine, ne? Ich finde so ein... Ach ne, wir haben Stahl, ne? So ist das. So ein Generatorschuppen aus Stahl, finde ich, macht irgendwie guten Eindruck. Das ist wahrscheinlich jetzt das gefährlichste Objekt, was wir gleich bauen werden. Aber Stahl kann hier, glaube ich, auch brennen, oder? Wie ist das? Okay, Bakris sagt, das Steingebäude soll ich doch nehmen für den Generator. Das brennt nicht. Tom, ich habe keine Ahnung. Wenn ich keinen Stahl verschwenden sollte, dann mache ich das auch nicht. Habt ihr gesehen, MacGyver redet über Roulette oder so ein Quatsch? Na gut, dann bauen wir hier den Generator rein. Okay. Holzfeuergenerator. Konstruktion benötigt 4. Geht nicht. Leute, wir können keinen Strom. Wir können keinen Strom besorgen. So, hier fehlt Wasser, weil hier immer noch der Brunnen fehlt. Das ist alles in bester Ordnung. Wir brauchen uns um Strom nicht zu kümmern. Ja, die offene Fläche mit den Leitungen, ja, finde ich auch nicht so gut. Aber es hat sich jetzt erstmal erledigt. Die müssen erstmal auf 4 kommen. Ich glaube, der Beste war auf 3, oder? So, gut. Gästehäuschen ist bald soweit. Lagerfeuer müsste mal kommen. Okay. Er hat hier versagt beim Bauen vom Brunnen. Wer ist nochmal... Ich habe schon wieder vergessen. Wer ist hier nochmal unser... Hier, er kann ein bisschen Konstruktion. Ihn haben wir jetzt konstruieren lassen. Ja, gut, er ist Stufe 2. Er braucht noch ein bisschen. Auf jeden Fall brennt es jetzt schon mal. Solange wir keinen Strom haben, sollten wir auf jeden Fall doch mal für ein bisschen Licht hier sorgen. Gut, wir brauchen wieder Holz. So, dann müssen wir erstmal hier... Ach, die sind schon auf Fällen. Na, die haben im Moment zu viel zu tun. Aber wenn sie nicht weiterbauen können, dann werden sie bestimmt auch abholzen, oder? Beeren sammeln. Im Moment habe ich noch keine Beeren gesehen. Und zu weit weg will ich sie jetzt auch nicht schicken. Ach, da sind Beeren. 86%. Bereit zum Ernten. Ja. Guter Hinweis. 92. Warten wir noch ein bisschen. So. Gästezimmer, warum liegt denn da? Hä? Kräutermedizin? Wer hat das da reingelegt? Hat wahrscheinlich irgendwas fallen gelassen, ne? So, MacGyver müht sich jetzt immer noch mit seinem Brunnen, um das für das Wasser zu sorgen. Tisch ist auch noch nicht gebaut. Also wir sind viel zu weit mit der Planung. Unsere Ärmsten kommen gar nicht hinterher. Hier wird das Holz ausgehen. Ja, komm, ist doch
Mit den Bäumen ist es doch okay, ne? Wir müssen bloß noch Bäume, Pflanzen forschen, oder? Oh, MacGyver, der hat schon wieder versagt, dieses blöde Ding zu bauen. Ist das so schwer, da so einen Brunnen hinzubauen? Er nimmt sich gleich das nächste Holz. Der verschwendet unser ganzes Holz. Ich suche jetzt mal schon mal die besten Eichen hier aus. Oder was auch immer. Pappeln nehmen wir gerne auch. Komm, 92%. Was macht Princess? Die baut eine Heilwurzel an. Sehr schön. Also fleißig ist sie ja. Das muss man mal sagen. Ne? Das muss man ihr zugute halten. Princess, was? Irgendwas hat über Betrunkenwerden zu Snowden sich geäußert. Oh ja, das sind jetzt schon die Gespräche. Die Verzweiflung ist schon so groß. MacGyver versucht schon wieder verzweifelt. Oh, er ist schon bei Konstruktion 3. Es geht voran, Leute. Er ist interessiert an der Sache. Zum dritten Mal versucht er, diesen blöden Brunnen fertig zu bauen. Aber das lehrt ihn etwas. Okay, wir gucken mal. Hier. So, wie läuft das hier nochmal? Wiederhole. Bist du... Na, bist du wie viele Mahlzeiten? Machen wir 12 Mahlzeiten, oder? Ich glaube, so ist das okay. Keine Ahnung. Wenn da irgendwas zu verbessern ist, sag mir ruhig Bescheid. So, hier ist es übrigens... Achso, das ist vielleicht gar nicht so eine gute Idee, es hier so warm drin zu machen. Hm. Wir könnten... Vielleicht ist es besser, doch 30 Grad ist da jetzt. Das vergammelt vielleicht ein bisschen schneller. Vielleicht sollten wir hier einfach das Feuerchen machen, aber es ist auch unangenehm, ne? Ja, ja, wir brauchen eine Küche. Wir brauchen eine Küche. Er hat's wieder verkackt. Oh nein. Nein. Jetzt versucht Snowden, oder was? Tatsächlich. Jetzt sagt sich Snowden, scheiße, dieser MacGyver, der heißt auch nur MacGyver, keine Ahnung. Aus Gag. Jetzt mache ich das mal. Nachtalb, ich hatte mal ein Arbeitszeugnis, da stand drin, mit seiner ruhigen und ausgeglichenen Art konnte er das Team bereichern. Ja, sehr schön. Ey, Snowden hat's geschafft! Wow. Jetzt hat er es ihm aber richtig gezeigt, würde ich sagen. So, jetzt muss... Wie läuft das hier? Füllt jetzt einer automatisch das Wasser danach? Ich hoffe, das wird gemacht, ne? So, Besucher sind in die Kolonie angekommen. Oh, warte mal, was ist jetzt hier passiert? Sie haben Angst, aus folgenden Gründen in ein Gebiet einzureisen. Keine Gästebetten. Wenn du sie wegschickst, bleiben sie in der Gegend und kommen später zurück. Hm. Ey, wir haben doch einen Schlafplatz. Jetzt sollen sie sich mal nicht so haben. Oder ist der noch nicht richtig fertig gebaut? Ich weiß ehrlich gesagt jetzt nicht, was jetzt das Sinnvollste ist in dieser Situation. Was meint ihr? Besuche abweisen, bis ich Gästebetten habe? Oder muss ich... Ich muss die Betten irgendwie... Warte mal kurz. Muss ich die irgendwie anweisen? Für Gäste. Ah, alles klar. So, jetzt habe ich Gästebetten. Kommt jetzt der Besucher? Eigentlich müsste er jetzt kommen, ne? Perfekt. So, Snowden nimmt auch schon mal die Medizin da weg. Alles gut soweit. So, der Tisch ist gebaut, Leute. Es wird immer besser. Es wird immer besser. Wir haben es 18 Uhr. Gleich kommt die nächste Nacht. Die Besucher sind vermutlich gleich wieder gegangen. Die waren schon von der Ferne so unfreundlich. Aha, Wasser ist auch drin. Sehr gut. Unisex. Oh, cool, Leute. Man kann nachher noch Männlein-Weiblein-Toiletten machen. Das finde ich fantastisch. Ich bin begeistert. Was macht er da? Was ist das überhaupt für ein Viech? Eine Boomratte. Und er fegt jetzt erstmal draußen Beete, oder was? Entfernt Geröll. Oh, das ist aber brav. Er hilft Princess. Merkt ihr das?
Der ist doch nicht so asozial. Du musst die Gäste RP-mäßig schlecht behandeln. Wir sind eine Assi-Group. Ja, das macht es doch aus dann, ne? Okay, so. Wir gucken mal, MacGyver, wie ist deine Konstruktionsstufe eigentlich? Inzwischen jetzt 3 immer noch. 1870 bis 4000. Naja, es wird was, würde ich mal sagen. Princess hat sozialen Status besprochen. MacGyver, was gab zu Princess einen Kommentar über das Reinigen ab? Der hat wahrscheinlich gesagt, ey, du bist total dreckig, Alte. Mach mal ein bisschen sauber. MacGyver und Snowden witzeln über Unterhaltung. Snowden und MacGyver reden über Rausch. MacGyver erzählt Snowden einen Witz über bequeme Möbel. Also ich finde, so asozial sind die gar nicht. Die erzählen sich laufend Witze. Was machen die da jetzt? Die wärmen sich jetzt, oder was? Ruht sich mit anderen aus. Ey, total gemütlich hier am Feuerchen, im Lager. Machen wir einen kurzen Schnack, bevor wir ins Bett gehen. Stimmt, wir sind in der Erholungsphase. Anmaßend sein. Also da, dafür, dass sie so asozial ist, finde ich sie im Moment noch ganz entspannt. Alle eigentlich. Die scherzen über Truthähne und erhalten sich über das Kochen von Rüben. Und was macht er? Er hat keinen Bock mehr, ne? Geht etwas spazieren. Er hat gesagt, scheiße, diese beiden. Ich kann die nicht mehr ertragen. So, und jetzt geht's wieder ins Haierbettchen. Okay, was haben wir geschafft? Wir haben im Prinzip alles, was gebaut werden soll, jetzt weitestgehend fertig gebaut. Außer die Stühle. Und wir haben kein Holz. Holz ist das große Thema. Ich glaube, ich weiß gar nicht, sollten wir vielleicht wirklich nicht zuerst Batterien erforschen, sondern Bäume pflanzen? Geh mal wieder auf Baumsuche. 90%. Da müsste es. Da gibt es bestimmt auch eine Mod, ne? Die irgendwie die Bäume nochmal so ab 90% irgendwie sie highlightet. Das wäre eine coole Sache. Boah. Wird mitgenommen. Okay. Meinte, in dem Innenhof sollten wir vielleicht ein paar Bäumchen stehen lassen. So. Hufeisenspiel. Ja, stimmt. Das sollten wir auf jeden Fall auch als nächstes nochmal machen. Entspannung, Hufeisenstab. Den stellen wir hier unten hin. Nicht mal dafür haben wir das Holz. Gibt es da auch eine Richtung? Ich weiß es nicht. Werden wir sehen. Bäume wachsen selbstständig nach. Okay. Ich kann alle Bäume, genau. Das hatte ich auch irgendwo so gesehen. Ja. Befehle. Ist doch irgendwie zu schade, alle Bäume so einfach abzufällen. Ich weiß nicht. Kommt mir irgendwie doof vor. Aber vielleicht sollten wir hier... Na komm, dann machen wir jetzt mal den Hof ratzekahl. Und alles, was direkt hier so ums Haus rumsteht. Achso, die sind noch nicht gewachsen, alles klar. Jetzt kommt der Kleingärtner durch. Ja. Kleingärtner klingt auch immer so ein bisschen fies, ne? Klingt irgendwie so ein bisschen wie Spießer. Okay, Leute, wir gucken mal an, was bei unseren so los ist. Wie geht's ihnen? Ruhe, Stimmung. Da hat sich noch nicht viel getan. Ohne Tisch gegessen, unansehnliche Umgebung, abscheulicher Schlafsaal. Ja, das kommt alles mit der Zeit. Sehr gemütlich, sagt sie. Freut sich über ihr Haustier. Und auch hier das Gleiche, ohne Tisch und so weiter. Das kennt ihr schon. Stimmung ist bei allen 65%. Gestörter Schlaf war hier noch dabei. Und er hat leichte Schmerzen. Was ist denn da los? 3%. Ach so, das ist immer noch... Halt. Das ist immer noch seine komische Wunde, die er da hat, ne? Seine Schussnarbe am rechten Bein. Naja, gut. Damit hat er gelernt zu leben. So, 23 Grad.
drin, 17 Grad draußen. Was schreibt der Chat? Bäume geben Deckung. Boden im Gemeinschaftsraum. Ja, machen wir das als nächstes. Holzboden oder was meint ihr? Böden. Also Holzboden ist doch irgendwie nett. Aber da muss viel gefällt werden für den Kram. Aber lass uns das als nächstes machen. Zack. Okay. Wann kommt denn eigentlich unser Gast wieder? Das würde ich mich mal fragen. Ich weiß, dass Holzböden schön brennen, aber Leute, wer möchte denn irgendwie wohnen? Ich finde es auch absurd. Ich meine, Silberboden oder ein Eisenboden oder... Was ist das denn bitte? Wer möchte denn auf einem Silberboden leben? Okay, die Brocken in eine Abfallzone. Das ist auch nochmal ein guter Hinweis. Eine Abfallzone brauchen wir. Die Brocken, das sind im Prinzip alle, die hier so rumliegen, ne? Gut, das heißt, wir müssen irgendwo eine Abfallzone schaffen. Und ich würde sagen, die bauen wir hier hin, so ein bisschen. Obwohl, warte mal. Ich werde mich tendenziell so hier vom Haus herum so irgendwie hier so entwickeln. Die Abfallzone sollte woanders sein. Vielleicht hier unten. Ey, MacGyver geht aufs stille Örtchen. Habe ich jetzt zum ersten Mal gesehen. Und er wäscht sich ganz brav. Cool. Ich bin beeindruckt. Okay, kurz mal eine Zone machen. Abfallzone. Legen wir die erstmal hier an. So, und ich meine, so viele Brocken sind hier gar nicht, oder? Ne, ich will nicht alle. Halt! Ah! Alles klar. Der große Moment ist gekommen. Wartet mal. Es wird sowieso passiert, pausiert. Wir müssen uns entscheiden, wie unsere Gemeinschaft heißen soll und wie die Siedlung heißen soll. Okay, Steinmetz Werkbank neben die Abfallzone. Ja, das machen wir dann alles. Walden ist schon mal nicht schlecht. Walden ist einer meiner Lieblingsnamen, nehme ich gerne für solche Geschichten, aber ich weiß nicht, ob die so romantisch veranlagt sind. Walden als Dorf. Na gut. Ist bis jetzt auf jeden Fall der beste Vorschlag. Jetzt die Frage, wie heißt die Gemeinschaft? Kann man eigentlich bei den Leuten von einer Gemeinschaft sprechen? Nee, Glenn Wallace machen wir nicht. Machen wir nicht. Glenn Wallace ist einmalig. Kuhkaffhausen. Kolchose Steinfeld. Die Kolchose Steinfeld, das finde ich gar nicht so schlecht. Der Whisky heißt Talisker. Die Talisker? Zweckbündnis. Rimwalden? Rimwalden? Ja. Rimwalden finde ich gut. Das ist eine gute Idee. So nennen wir den Ort. Rimwalden. Das finde ich witzig. Okay, jetzt noch der Gemeinschaftsname. Also Ortsname ist definiert. Wie heißt unsere Truppe? Zweckgemeinschaft. Finde ich gar nicht so schlecht. Zweckgemeinschaft. Es ist die Freischwimmer. Freischwimmer ist auch ganz gut, wegen des großen Flusses und weil die Leute ihr Ding machen. Zweckbündnis 3000. Die Taliskianer. Die drei von der Absturzstelle. Ich glaube, wir verbringen die nächste Stunde damit, uns lustige Namen auszudenken. Brummbärte. Ne, das ist diskriminierend für die Frau. Das geht nicht. Die Late Talker. Das ist auch nicht schlecht. Steinwalles. Eigenbrödler passt, finde ich auch ganz gut. Die Eigenbrödler. Die Röchelnden. Das diskriminiert die Frau auch wieder. Müsse.
Problem ist mit der 3 von der Abschlussstelle. Na gut, ich meinte, das antizipiert schon mal, dass wir. Oder pass auf, wir können ja. Ich weiß, wir können ja den immer umbenennen und wir können immer, je nachdem wie viel wir sind, dann sind es die 4 von der Abschlussstelle. Ich weiß nicht. Ich finde die Eigenbrötler eigentlich ganz gut. Die Eigenbrötler. Passt irgendwie zur Truppe. Okay, Leute. Entweder es kommt jetzt noch in den nächsten 30 Sekunden noch irgendwie der geniale Vorschlag. Die Inzestler. Ne, das sehe ich hier noch nicht, ehrlich gesagt. Die zwar schön und das Biest. Das ist, okay, Leute, das ist noch besser. Wir nennen das die Schönen und das Biest. Das finde ich gut. Ist ein bisschen gemein. Ich weiß es. Okay, alles klar. Es ist definiert. Ein klein bisschen Herrenabend dürfen wir, glaube ich, machen, oder? Das verzeihen uns die anwesenden Damen. Zumal Princess ist ja auch die Herzallerliebste. So, was wollten wir irgendwie gerade machen? Achso, jetzt wird erstmal hier der Boden gebaut. Joa. Im Moment sind sie alle ein bisschen gemütlich am Rumlaufen. Ich gucke immer noch mal kurz, wie sieht es denn jetzt aus mit der Konstruktion? Er hat nichts. Wir müssen bauen. Er muss mal den Boden jetzt bauen, damit er Konstruktion lernt. Aber erstmal ist er, ne? Unser guter Roland. Die sind untätig, weil wir gerade ihre Freizeit, also sie haben die Zeit, wo sie machen können, was sie wollen. Ab jetzt wird gleich gearbeitet, oder? Gehe ich mal von aus. Das Blöde ist, glaube ich, warte mal. Was macht Snowden jetzt? Geht spazieren. 7 Uhr. Ist 7 Uhr nicht Arbeitsbeginn? 7 Uhr ist eigentlich Arbeitsbeginn. Das kann doch nicht sein. Hat er keine Aufgabe? Der muss ja irgendwie Bäume fällen. Warum gehen die spazieren? Ich glaube, 8 Uhr fangen sie an, oder? Die gehen spazieren, weil keine Bäume da sind. Und sie selber fällen nicht. Irgendwas müssen wir bei der Arbeit nochmal einstellen. Waldarbeit, genau, das ist das Problem. Irgendjemand muss noch Bäume fällen. MacGyver muss auf jeden Fall noch Bäume fällen. Snowden ist ja total unfähig dafür. Sollte er das vielleicht trotzdem machen? So als Vierer-Priorität? Was passiert, wenn er mit 0 Bäume fällt? Dauert wahrscheinlich nur ewig, oder? Kann man da auch was falsch machen? Das war das Thema, ne? Wir hatten das nicht richtig eingestellt. Gut, MacGyver fängt zumindest jetzt an mit dem Bauen. Ey, Snowden, du sollst Bäume fällen. Princess ist mega am Arbeiten und die anderen... Jetzt fällt er Bäume. Erntet Eiche, alles klar. Was ist das für ein Vieh hier? Riesenfaultier. Das ist aber entzückend. Können wir das zähmen? Ich glaube, das bringt nicht viel, oder? Ja, dauert halt, ne? Bei 0 wird der Baum ihn fällen. Ja, so ist das. Okay. Gut. Ich glaube, wir können mal ein bisschen schneller laufen lassen. Wobei... Was macht er da jetzt? Wäscht er sich? Der plempert doch da nur rum. Wäscht mit Wascheimer. So, jetzt ist die Frage. Ich meinte, Holz ist tatsächlich jetzt echt das große Thema, weil sonst würde ich nämlich vielleicht sogar... Alter, die kommen noch nicht mal Stühle gebaut, ey. Nee. Ja, das hat natürlich, das ist natürlich jetzt wichtig. Aber immerhin, Snowden hat einen Baum. Snowden hat einen Baum gefällt. Hat er hingekriegt. Gut, die machen alle. Wir müssen jetzt erstmal das Holz da ernten, sonst können wir eh im Moment die zweite machen.
zähme mit einer Eisprinzessin das Riesenfaultier. Achso, und sie unterhalten sich über das Tragen. Das ist auch ein spannendes Gespräch. Kann man melken, das Faultier? Okay, krass. Ja, wir haben 24 Essen. Ich vergesse das nicht. Ich meine, sie ist doch hier schon am Pflanzen und Arbeiten. Wir können ein bisschen kochen zumindest. Ich glaube nicht, dass wir jetzt im Moment verhungern werden. Der Winter wird das Problem sein, aber wir haben ja April. Also bis dahin ist ja noch lang hin, oder? Okay, das sieht ganz gut aus, was MacGyver da macht. Ich hoffe, er lernt dann auch so weit, dass wir dann doch das Stromthema dann als nächstes mal machen können. Halt! Eine verrückte Ratte. Es geht ab, Leute. Wo ist die Ratte? Zum Ort springen. Die Ratte ist verrückt geworden. So, MacGyver. Achso, du bist der Nahkämpfer, ne? Snowden? Komm, Kampfmodus. Kümmer dich mal um die Ratte. Ich würde sagen, er geht mal nicht. Ja, wir machen mal langsam. Bisschen Schussentfernung. Schieß! MacGyver, du musst mit deinem Messer kommen. Oh nein! Oh nein! Okay, sie ist tot. Und was hat er? Er ist schwer verletzt. Er hat einen Kratzer. Oh Gott. Er blutet ein bisschen. Behandlung ist notwendig. Prellung. Oder ist das die Ratte gerade, die ich angewählt habe? Nee. So, dann müsste Princess ja eigentlich jetzt hier die Ärztin machen, oder? Wir haben noch keinen... Können wir die Ratte noch irgendwie schlachten? Können wir Rattenfleisch essen? Ich glaube ja, ne? Dazu brauchen wir, glaube ich, hier so ein Schlachtplatz. Lecker Rattenfleisch. So. Wie wurde die getötet? Also, MacGyver hat es getan. Er hat mit seinem Gewehr es echt nicht hingekriegt. Na gut, eine Ratte zu treffen ist vielleicht auch schwer. Die läuft mit dem Gewehr, das kann ich ein bisschen nachvollziehen. Mit dem Messer wurde sie erledigt. Aber keiner kümmert sich um die arme, tote Ratte. Ich glaube, das ekelt die an. Warum ist hier Blut? Warum ist hier Blut? Was ist hier passiert? Ach so, weil Snowden jetzt im Bett liegt. In dieser heiklen Phase. Und jetzt kommt Princess. Och, wie entzückend. Schaut euch das an. Wie er da liegt. Und wie sie sich kümmert. Vielleicht verlieben sie sich ja. Trotz aller Abneigung. Ach so, ich muss Jobs noch hinzufügen. Okay. Schlachte Kreatur. Wiederhole. X-mal. Oder wiederhole für immer. Wenn wir Kreaturen haben, sollen die geschlachtet werden. Oder was auch immer. Das müsste doch jetzt eigentlich soweit sein, oder? MacGyver saß bei Nikita und redete mit sich selbst über Sex. Oh mein Gott, jetzt geht's ab, Leute. Und dann über den Sinn des Lebens und der menschlichen Natur. MacGyver ist... Das ist eine ganz tiefe Seele. Glaube ich. Und er spricht mit sich selbst über Terrorismus. Jetzt wird's ein bisschen gruselig, Leute. Doch, wir müssen doch... Was macht er denn? Was war das für ein... Ah, er hat ein bisschen trainiert. Warum trainiert er denn? Das ist doch gar nicht sein Job. Ich bin ein bisschen enttäuscht, dass die Ratte da einfach so rumgammelt. Princess ist so eine Nachtgärtnerin. Wie sieht's denn aus hier mit dem Reis? 54%. Okay.
Wer hat eigentlich den Job hier mit Schlachten und so einem Kram? Was ist das? Ist es Handwerk? Weiß ich nicht. Oder ist das, gehört das zu Kochen? Ah, das gehört zu Kochen. Ah, das heißt, das wäre Snowdens Job. Ha, okay, deswegen macht er das nicht, weil er im Bett liegt. Alles klar. Ich würde mal sagen, dann vergeben wir nochmal so eine Dreier-Geschichte. Falls Snowden mal im Bett liegt. Obwohl, das heißt jetzt auch keine Eile, ne? Diese blöde Ratte zu schlachten. Machen wir hier eine Vierer draus. So, was macht sie da? Sitzt sie jetzt allein am Feuer? Ruht sich mit anderen aus. Wieso mit anderen? Da ist doch keiner mehr. Oh Gott, es wird immer gruseliger. MacGyver hackt noch Holz. Das ist aber super. Bald ist hier der Boden nämlich soweit. Super Nanny, den Mod habe ich nicht. Den fand ich zu kompliziert. Hatte ich keinen Bock drauf. Mit diesen detaillierten Jobs. Vielleicht später, aber im Moment ist mir das nix. Okay. So, überlegen wir mal. Beziehungsweise wir gucken nochmal auf MacGyver. Das ist jetzt so ein bisschen der Knackpunkt hier mit seiner komischen Konstruktion. 3200 von 4000. Wir müssen auf jeden Fall vorher noch irgendwas anderes bauen. Damit er seine 4000 bekommt. Na gut, er hat immer noch die blöden Stühle da fertig gebaut, ne? Ich weiß nicht, ob das reicht. Wir haben immer noch das Baumproblem. Es tut mir in der Seele weh, einfach so die Bäume alle abzuhacken, die noch gar nicht fertig gewachsen sind. Ich mache das mal so in der Nacht so ein bisschen manuell. Na gut, lassen wir mal kurz Prinzessin um 23 Uhr noch am Lagerfeuer sitzen, alleine. Nächste Ziele, Küche, Forschungstisch, Wasserversorgung. Ich meine, Wasserversorgung haben wir doch erstmal, oder? Windturbine geht ja noch nicht, wegen Konstruktionsmöglichkeit. Das Bett, wo Snowden drin liegt, als Krankenbett umstellen. Wieso das denn? Snowden ist erholt. Was macht er jetzt? Ein Zufall. Oh! Snowden, schau das jetzt mal an. Jetzt so als Rache nimmt er die Ratte und denkt sich. Yeah. Und jetzt brät er das. Ey, ich bin begeistert. Snowden. Das würde ich auch machen. Eine Ratte beißt mir in den Zeh, dann liege ich erstmal einen halben Tag im Bett. Und wenn ich dann auskuriert bin, dann nehme ich sie, zermetzle sie und brate sie über meinem schönen Feuer. Fantastisch. Bin begeistert. Was macht er jetzt noch? Der ist nämlich jetzt fit, ne? Der hat den ganzen Tag geschlafen. Jetzt bringt er doch so ein bisschen Holz durch die Gegend. Kann da auch mal einer sauber machen. Das sieht ja scheußlich aus. Wie geil, MacGyver schläft da und er baut jetzt erstmal direkt neben ihm den Boden da zu Ende. Mit drei Putzen wird nie jemand sauber machen. Na, okay. Das ist so witzig, jetzt unter seinem Bett. Snowden ist jetzt mega fleißig. Um 2 Uhr nachts ist er total fit. Er ist jetzt sein ganzer Schlafrhythmus ist jetzt erstmal für Ewigkeiten gestört. Jetzt baut er ihm alles weg. Kann nicht wahr sein. Snowden, hör mal jetzt auf. Hör mal auf jetzt zu bauen. So, wo ist bauen? Geh mal bauen auf 4. Du sollst mal was anderes machen. Ich meinte, wir könnten ihm ja mal reinigen 2 geben. Muss er halt mal ein bisschen sauber machen. Was macht er jetzt? Ach, der füllt das Lagerfeuer auf, okay. Jetzt macht er sauber, habt ihr gesehen? Natürlich im... Oh, das Blut macht er weg. Das ist gut. Perfekt. Ah, schaut mal.
Perfekt. Mega nachtaktiv. Jetzt wird's richtig schick. Ein Feld ist noch zu bauen. Das haben wir ihm jetzt weggenommen, gewissermaßen. Haben wir gesagt, ey, lass das Feld mal, MacGyver, mach mal lieber ein bisschen sauber. Jo. Ansonsten, wie sieht's aus? 69%. Hat schon wieder ohne Tisch gegessen. Ja, das ist echt mal eine wichtige Sache. Hungrig ist auch noch. Abscheulicher Schlafsaal. Boah, sie ist 70%. Ihr geht's richtig gut. Aber auch gestörter Schlaf, weil er da noch gebaut hat. Okay, jetzt schlafen. Jetzt schlafen sie alle. Entzückend. So. Küche. Ja, der Punkt ist einfach, mein Plan war ja, dass wir... Ich möchte so einen Gemeinschaftsraum haben mit Küche. Deswegen scheue ich mich jetzt so ein bisschen, eine eigene Küche zu bauen. Mein Plan ist eigentlich, dass wir hier so hübsch ein paar Zimmerchen davon abmachen. Später. Und dann hier gewissermaßen die Küche reinsetzen. Insofern denke ich, werden wir noch mit der provisorischen Küche hier weitermachen. Bis wir die Zimmer gebaut haben. Beziehungsweise wir können ja auch hier... Wenn wir Strom haben, eine Elektroküche dann hier schon reinsetzen, würde ich mal sagen. Ich weiß nicht, was mit den Stühlen hier los ist. Ich meinte, die haben Quality nur übel. Müsste ja doch mal angehen. Den Tisch hat er doch genauso gebaut, oder? Eigentlich ist das MacGyvers Job. Der muss jetzt... Ach, der ist... Oh, schaut mal. Der ist das Rattenfleisch. Mh, lecker. Ich meine, er hat sie auch getötet. Ist auch sein gutes Recht, glaube ich. Ja? So, er muss leider wieder erstmal Holz schlagen, bevor er da weiterarbeiten kann. Wie viel brauchen wir denn dann für die Stühle? Ja, das ist das Problem. 45. Vielleicht sollten wir erst mit Hockern arbeiten. Ich weiß nicht so recht. So, mal gucken, was er jetzt macht. Jetzt baut er das erstmal zu Ende. Und jetzt müsste er doch... macht er erstmal wieder Holz. Und dann müsste er doch eigentlich an die Stühle gehen, oder? Ja, genau, mit Rechtsklick. Das Problem ist halt, dass ich glaube, wir sind so schlecht im Konstruieren, dass wir jetzt nicht irgendwie auf Normal stellen können. Weil dann scheitert er, glaube ich, immer zu. Ich bin jetzt froh über jeden, über alles, was er überhaupt baut. Deswegen. Warte mal. Mir gefällt das noch nicht, dass MacGyver. Waldarbeit. Bauen hat er 1, Waldarbeit 3. Er hat 154. Eigentlich müsste er jetzt bauen. Warum geht er in die Waldarbeit? Der setzt hier falsche Prioritäten, der Freund. Ja, genau. Also es ist doch okay. Wir können doch hier jetzt eine Kühlkammer bauen. Und hier mit einer Tür hier rein bauen wir hier die Küche rein. Und hier sind die Felder. Das ist doch ist ein ganz guter Plan, oder? Also so würde ich das machen. Ja, der Hund wird trainiert. Aber die Stühle, die machen mir jetzt echt Sorgen. Was macht ein MacGyver da? Also ich fasse es nicht. Der fällt da jetzt... Bäume wie blöde. Wir haben schon 200 Holz, aber er baut die Stühle nicht, ey. Kann doch nicht mehr der... Ich meine, wir haben die schlechteste Qualität eingestellt. Vielleicht ist ihm das zu blöd. Keine Ahnung. Ich habe keinen Bock, hier jetzt schon das nächste in Auftrag zu geben. Dann bauen sie möglicherweise das noch erstmal. Ich meine, die Stühle waren eigentlich... Noch vor dem Boden, glaube ich. Was macht er jetzt? Geht spazieren. Um 12 Uhr. Warum baut er nicht die Stühle? Ist da irgendwas komisch? Soll ich das vielleicht mal abreißen? Und nochmal neu probieren? Habt ihr eine Idee, Leute? Ich will jetzt die Stühle haben. Ziel des Abends. Die machen alle nichts.
Wir müssen was tun. Die soll noch mal ein bisschen... Drück auf I. Und was sagt mir I? Ah, Konstruktionsfähigkeit 4 ist benötigt. Danke für den Hinweis. Alles klar. So wird das nichts mit den Stühlen. Ja, ich würde mal sagen, dann müssen erstmal Hocker her. Ich glaube, die sind nicht so kompliziert. Warte mal, gibt es Hocker? Hocker. Hocker kann, glaube ich, jeder, oder? Ja, ich glaube, das kann jeder, ne? Gut, dann reißen wir die ab oder brechen. Nee, halt. Das Holz liegt da sogar schon. Das ist alles schon fertig. Mann. Dann ist ja kein Wunder. Komm, dann bau erstmal diese blöden Hocker. Oh Gott. Danke für den Hinweis. Ganz entscheidender Hinweis. So. Jetzt kann es weitergehen. Er nimmt erstmal das Holz weg. Hätte er gleich da lassen können für die Hocker. Und MacGyver kommt vom Klo und macht sich hoffentlich jetzt an die Arbeit. Trägt Holz zum Hocker. Okay, alles klar, das läuft. Eieieiei. Jetzt geht's los. Gut, dann würde ich sagen, können wir auch schon die Küche jetzt mal planen. Als nächstes. Strukturen, Wand, Küche, die ich hier so hinsetzen würde. Ne, nicht die Küche, den Vorratsraum. Jetzt habe ich Quatsch erzählt. Und wir haben ja das ja noch gar nicht als Wegtragen definiert. So. Ja, soll der Vorratsraum von innen, nee, von außen muss der betretbar sein. Und hier machen wir dann auch noch eine Tür rein. Und der Baum muss weg. Okay. Gut, immerhin, er baut jetzt fleißig an seinen Hockern. Und er ist bei 3600. Aber wenn er jetzt hier baut, dann müsste er das eigentlich schaffen, oder? Ja, lasst uns doch mal anfangen. Leute. Immer mit der Ruhe. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich hätte eine Vorratskammer in dieser Größe, da würde ich natürlich noch Regale haben oder so. Da würde wahnsinnig viel reinpassen. Erweitern können wir immer noch. Zwei Würste. Was sollen die alles essen? So, MacGyver, wie sieht's aus bei dir? Er hat Konstruktion 4, Leute. Fantastisch. Dann heißt es, wir können uns jetzt an das Thema Strom machen. Und da hatten wir gesagt, wir wollten ein... Ja, also da gab es jetzt unterschiedliche Meinungen. Die einen sagten, ich soll es hier rüberbringen. Die anderen, die Alternative wäre, dass wir hier was hinbauen. Ich tendiere dazu, hier dieses Generatorhäuschen zu setzen. Die Frage ist, aus welchem Material? Was meint ihr? Stahl? Oder ist das zu wertvoll? Machen wir Holz. Vielleicht machen wir kurz Pause, damit wir jetzt nicht unnötig Zeit verschwenden.
Beziehungsweise wir können ja hier schon mal die Zone definieren. Während ihr mal schreibt, aus was für Material wir dieses Generatorhaus bauen können. Zone. Lagerzone. Ja, es ist klein. Ich gebe es zu. So. Alles löschen. Und frisches, verrottendes, ne? Das soll da rein. Glaube ich, oder? Und die Nahrung natürlich. Für die Immersion aus Holz. Ja, jetzt soll MacGyver die Stühle bauen. Okay, erstmal Holz. Den Kühlschrank, wenn er an finaler Stelle ist, aus Stahl bauen. Holz ist ein guter Isolator. Na okay, also ihr seid alle für Holz. Dann machen wir das mal. Dann mache ich jetzt mal kurz, plan das mal in der Pause. So, warte mal, wie groß ist der Generator? Strom. Holz, Feuer, Generator. Okay, gibt's da irgendwie einen Eingang? Ich kann ihn nicht drehen. Ich weiß nicht, ob man da irgendwie von allen Seiten rennen muss. Baue ich mal sicherheitshalber so. So, und dann brauchen wir natürlich noch Leitung und so ein Kram. Die Steinhäuser abreißen, ein kleines Steinhaus neben dem Gemeinschaftsraum bauen. Der muss da einfach nur stehen mit einem Feldzugang für das Holz. Naja, gut, ich habe es ein bisschen großzügiger gebaut. Wir können... Naja, gut. Okay, dann lassen wir mal weiterlaufen. Mal gucken, was sie daraus machen. Und dann legen wir da Strom rein. Hier durch. Und dann will ich ja hier die Küche einbauen. Ne? Ich finde auch, eine Küche gehört doch in einen Gemeinschaftsraum. Produktion. Herd elektrisch. Okay. Ungünstige Temperatur. 36 Grad ist es da drin. Draußen, oh Gott. So warm ist es. Im Frühling. Gott, wie soll es denn im Sommer werden? Das ist ja Wahnsinn. Fällt eigentlich das Licht durch die Ritzen zwischen den Holzlatten? Wovon sprecht ihr? Ja, Stromleitung, die wollte ich auch in die Wände verlegen. Das hatte ich vor. Das machen wir mal als nächstes. Stromkabel. Nee, warte mal. Jetzt kann er das natürlich nicht konstruieren. Aber so von der Sache her kann er das, oder? 4. Okay, das das absolute Minimum. So, Leute. Strom. Da war ich gerade stehen geblieben. Ne, warte mal. So rüberziehen? Ja, genau. Und dann hier ran, ne? Mal schauen. Da können wir uns ja auch eine elektrische Lampe gönnen. Und eine Kühlung, ne? Das ist das Nächste. Ja, ich sag mal, okay, wir werden das dann so größer bauen hier hinten. Planen wir mal so bis hier ein. Jetzt gab es irgendwie den Vorschlag. So, Kühlung. Konstruktion 5. Müssen wir noch ein bisschen warten. Müssen wir noch ein bisschen warten, Leute. Insofern werden wir die vielleicht hier rausbauen oder hier vorne oder so. Müssen wir gucken.
Hitzewellen mit plus 50 Grad kommen schon vor. Ja, Forschungsstation ist sicher dann auch nötig. Ich würde sagen, die machen wir dann auch erstmal im Gemeinschaftsraum. Hier so hin. Und dann kann man langsam überlegen, die einzelnen Zimmer vielleicht zu planen. Müssen wir mal gucken. Wobei ich mich jetzt hier gerade schon so ein bisschen verbaue. Ich wollte das ja abgehen vom... Oder wir machen das so. Wir ziehen hier den Lagerraum nachher noch größer. Machen hier zwei Zimmer weg. Oder machen hier noch so ein schönes Eckzimmer. Na, mal gucken. Könntest du bitte deine Lippen etwas synchroner zu deiner Stimme bewegen? Oh, das ist ja ein interessanter Hinweis. Danke. Wird jetzt für 4 Würste geplant. Oh, Besuchergruppe. Wer kommt denn hier? Eine Gruppe der Fraktion Erera besucht die Kolonie. Mhm. Während der Nacht. Wen haben wir denn da? Einer, der heißt Beta, einer, der heißt Schlitzer und einer, der heißt Kane. Interessant. Ja, schön, dass ihr kommt, während alle schlafen. Es ist Sommer. Der Sommer hat begonnen, aber der Winter naht. Da der Ernte wird der Winterkälte nicht lange standhalten. Stell sicher, dass du genug Nahrungsmittel hast. Ja, ja, Kühlraum sind wir dabei. Bin auch gespannt, was die jetzt machen. So, das sind Gäste. Was können wir jetzt machen? Ich pausiere mal kurz. Was ist jetzt hier möglich? Kane, Schlitzer, Bater, Quacksalber, Berater und Stoßtruppe. Das ist ja eine lustige Truppe. Okay. Aber die wollen wir nicht rekrutieren, oder? Ich weiß nicht. Das ist jetzt viel zu übertrieben. Ich würde mal sagen, wir sind erstmal mega überrascht, dass hier Leute kommen. Ein Flur nördlich in der Mitte. Das ist auch eine gute Idee. Ja, das finde ich gut. Hier ein Flur lang und dann abgehend die Zimmer. Ja, das gefällt mir. Das ist eine gute Idee. Ziafira, das machen wir so. Wir wollen schon, aber wir können es nicht. Ja, das sagst du jetzt. Aber was, jetzt schleichen die nachts hier draußen rum. Ey, Leute, wie gruselig ist das denn? Hallo? Könnt ihr mal abhauen? Ja. Alles klar. Schrotflinte. Pistole. Und unsere Leute kriegen nichts mit, die liegen im Bett. Jetzt kommt er auch noch rein. Die sind alle mega gestört. Er setzt sich auf unseren Hocker. Wie creep ist das denn? Echt mal, der Hund müsste doch wenigstens bellen. Und er wirft hier mit Hufeisen. Ich fass es nicht. 2 Uhr nachts im Nebel auch noch. Bei 25 Grad. Er kennt da nichts. Ruht sich mit anderen aus. Snowden wird sie erschießen müssen. Sehr schön. So, aber die Sache mit dem, das finde ich ganz gut, mit dem Flur, das gefällt mir. Das können wir schon mal so ein bisschen planerisch vorbereiten, oder? Warte mal, hier gibt es doch diese Planungsfunktion. Nur mal so gedanklich. Dann machen wir hier die Wand. Ah, ja. Finde ich ganz gut. Sind die Zimmer ein bisschen klein vermutlich, ne? Hey! Schlitzer sprach mit... Jetzt kommen die alle da rein, ey.
Unfassbar. Er spielt mit Hufeisen. Die lassen sich es hier richtig gut gehen mit der Nacht. Jetzt quatschen die da ihre Entspannungsvorlieben von Betas Nichte, besprechen die. Und unsere Leute schlafen immer noch. Es wird hell. Gleich wachen sie auf und dann mega Schock. Princess ist erstmal total sauer. Geht erstmal kacken. Man muss halt auch Prioritäten setzen, Leute. Ey, und Schlitzer und MacGyver unterhalten sich gleich mal über Kürbisse. Naja, dann ist ja alles in Ordnung. Da kann ja nichts schief gehen. Gut. Wenig Nahrung, werden wir schon gewarnt. 13 Nahrung haben wir noch. Wie sieht es mit dem Reis aus? 77%. Okay. Okay, sie unterhalten sich sogar über süße Tiere und der Hund schläft immer noch. Pass auf, jetzt fehlt noch, dass der sich ins Bett legt. Ah, okay, da wird angefangen zu bauen, das ist gut. So. Also, was meint ihr? Ich habe ja keine Ahnung. Passt der ganze Reis hier rein oder ist das schon zu klein, sogar für den Reis? Und vor allem, wir wollten ja über die... Ach nee, er hat ja noch keine 5, ne? Wir müssen mal gucken, MacGyver, wie schnell er jetzt hier auf 5 kommt. 800. Was? Ein Schamanenhändler? Eine Karawane-Fraktion Nation der Biashakasha, blablab. Sie sind Schamanenhändler. Sie werden ein paar Tage in der Kolonie verweilen, bevor sie weiterziehen. Du kannst sie auch angreifen. Allerdings wird das ihre Fraktion verärgern. Wow, krass. Was bringen die denn da für ein Tier mit? Ein Leguan und ein Muffalo. Hund redete mit Kakerlake über Biber. Das ist ja auch eine geile Truppe. Die heißen alle wie Tiere. Aber ich glaube, wir können irgendwie nicht handeln, oder? Aber MacGyver ist hier schon mega am Bauen. Er hat das Ding sogar fertig gekriegt. MacGyver hat es jetzt richtig drauf inzwischen. Schaut mal, wie er die Stromkabel hier legt. Okay, ich würde mal sagen, dann bauen wir als nächstes mal den Forschungstisch, damit MacGyver dann auch loslegen kann. Dann brauchen wir keinen Strom, ne? So, andersrum. Oh, der ist ja ganz schön groß, ne? So, hier ist jetzt total Party, irgendwie mega die Großstadt schon. Alle machen, was sie wollen, sie gehen überall rein. Easy peasy, MacGyver schweißt zwischendurch. Herrlich. So, 1000 Watt haut er schon raus. Also Strom läuft, oder? Das heißt, wir können jetzt eigentlich auch elektrisches Licht hier haben. Naja, auf jeden Fall lernt er dabei. So, warum ist das nicht angeschlossen? Weil hier fehlt noch was. Ey, die latschen über unsere Felder. Was ist denn hier los mit ihren Viechern? Das kann doch nicht wahr sein. Ein Sessel zum Forschungstisch verbessert ihn. Also meinst du jetzt Sessel oder meinst du jetzt Tisch? Hallo Harun. Oben liegt noch ein bisschen Nahrung. Oh, warte mal, wo habe ich nicht gesehen? Wo liegt noch Nahrung? Oben, was ist oben? Ja, irgendwo liegt in weiter Ferne manchmal immer noch Nahrung oben, ne? Sag mir mal die Uhrzeit vom Haus aus, dann finde ich das. Okay, ich soll mit denen handeln. Warte mal, wer ist denn hier der Chef? Warte mal. Handel, Handel, Handel.
Wie war das nochmal mit dem Handel? Helfen wir auf die Sprünge. Wen muss man da anquatschen? Guest. Gebiete verwalten. Da, wo die Karawane reinkam, 10 Uhr vom Haus. Ah, hier. Ah, sehr cool. Alles klar. Dann bringt das mal her. Sehr gut, noch ein bisschen. Gelbes Fragezeichen, Rechtsklick. Der ist es. Aha. Bleib mal stehen hier. Stammeshändler. Rechtsklick, passiert nichts. Linksklick. Also rechtsklick, passiert nichts. Ach so, ein Charakter auswählen. Alles klar. So, wer ist am sozialsten? MacGyver? Snowden? Princess? Handle, alles klar, okay. Gut, danke für eure Hilfe. Dann gucken wir mal und ihr müsst sagen, was jetzt sinnvoll ist. Was der hier hat, was wir gebrauchen können. Leguan, Neutramin, Pemmikan, Rauchblattjoint. Das ist natürlich mega wichtig. Schocklanze, Berserkerlanze, Tierstörwelle. Wow. So. Wir haben 800 Silber. Wer ist am sozialsten? Ja, genau. 000. Ja, Leute, ich habe keine Ahnung. Ist irgendwas sinnvoll jetzt hier zu kaufen, außer Rauchblattjoint? Leguane züchten. Ja, ich glaube, das ist jetzt irgendwie, kommt mir jetzt ziemlich zu komplex vor. Neutramin, was ist das denn bitte? Ein synthetisch-chemischer Neutralisator, eigentlich ohne jeden Nutzen, wird aber bei der Produktion vieler Drogen als Zutat benötigt. Es klingt mir jetzt ehrlich gesagt nicht so wichtig. Für jetzt nichts Wichtiges, ich würde 3 Joints kaufen. Okay, alles klar, wir kaufen 3 Joints. 25. Man muss Prioritäten setzen. Habe ich jetzt. Nee, hat sie jetzt. Habe ich das Falsche gekauft, Leute? Habe ich jetzt dieses komische. Das sind doch keine Joints. Ich habe das Falsche gekauft. Nein! Nicht mal das kann sie. Oh, Leute! Nochmal. Nächster Versuch. Okay, Markus. Ich habe auf dich gehört, aber eigentlich wollte ich das kaufen. So, das sieht doch schon mehr nach Joints aus. Müssten Joints nicht hier auch reinkommen? Also, das ist mir hier ein bisschen zu voll. Ich dachte, wir sind hier in Wald ein bisschen abgeschieden. Das ist ja hier mega viel. So, wir werden jetzt mal noch einen Stuhl bauen. 45 Holz haben wir auch gerade so. Wir müssen mal wieder Holz machen, ne? Aber sowas von dringend. Kommt, ich werde mal ein bisschen zielgenau gucken. Langsam, die ist bereit. Wir gehen mal ein bisschen weiter weg. 69, 82... 86. Soll sich auch lohnen. Hier ist doch so ein dicker Wald. Hier 90. Den nehmen wir auch mit. Ich finde, wenn die schon hier rumhängen, dann können sie auch ein bisschen Holz hacken oder sowas. Gut, den Kram, den können wir auch so... Hier können wir noch ernten. Wichtig, puppichtig. So, ey, die hängen mir hier viel zu sehr ab. Das gefällt mir alles gar nicht. Megade, wie bist du hier drauf? 2800 von 5000. Eieiei. So, was hat sie da hingelegt? Reis!
Der erste Reis wird geerntet. Wie hoch gehen die Stacks hier? Ungekühlt verdirbt in 40 Tagen. Wir haben jetzt ein Problemchen. Aber Gott, 40 Tage ist doch ewig Zeit. Wir haben kein Problemchen. In 40... Überfall! Überfall! So. Der ist so nackig, oder was? Mit einem Knüppel. Ich glaube, die helfen uns hier alle mega, ne? Wenn die jetzt da sind. Ist doch ein guter Zeitpunkt für den Überfall. Ich würde mal sagen, wir sind erstmal ganz entspannt. Ich würde mal sagen, die ganze Karawane wird auf die losgehen. Wir machen gar nichts. Rekayam Mbaksaida. Na, mal sehen. Warum ist denn der nackig unterwegs? Ist ja wohl verrückt. Na gut, bei 36 Grad kann man das auch ein bisschen nachvollziehen. Warum der nackig unterwegs ist. Ich bin mal gespannt. Ja. Achso, Gefängnisbett. Da hat sich schon jemand hingelegt. So. Wie definiere ich das jetzt? Gäste, Gefangene. Ah, alles klar. Na, mal gucken. Da hat sich Kane schon hingelegt, aber der wird jetzt gleich blöde gucken. Konstruktion 5, ja genau. Der will Klamotten klauen. Also ich finde, jetzt hier rumballern, wo so viele Leute da sind, ey, die benutzen sogar unser Klo und so. Krass. Ich meine, klar, ist wahrscheinlich auch das Beste. Ich bin jetzt mal gespannt, was jetzt passiert. Ich mache jetzt gar nichts. Das war's. Okay. So, was ist mit ihr los? Okay, es ist nicht schwer verletzt. Prellung, Schnitt, Stich. Na gut, sie hat extreme Schmerzen. Aber okay. Gut. So, jetzt, wer kümmert sich eigentlich bei uns um Gefangene? Was hatten wir da gesagt? Aufsehen, Princess natürlich. So, kann die jetzt den Gefangenen nehmen mit Rechtsklick? Ja. Gefangen nehmen. Sie ist ja dann auch gleich Ärztin. Alles gut. Jetzt bin ich mal gespannt. Ey, was ist denn hier los? Die Muffalos sind bei uns drin. Ich bin ja bescheuert, oder was? Ich soll die Beine amputieren, dann kann sie nicht fliehen. So, und jetzt? Jetzt holt sie Medizin, ne? Ja, sehr gut. Ah, die kriegt das hin, oder? Princess kriegt das hin. Tot in 8 Stunden, Bleeding out in 7 Stunden. Ja, komm, ist so eine kleine Blutung. Muss man ein bisschen verarzen, dann ist alles gut. Gefesselt ist sie übrigens. Jo. Erste Behandlung hat schon mal geklappt. 10 Stunden, Bleeding out. Okay. Also ich muss sagen, wir gehen die vielen Leute hier ganz schön auf den Sack. Ich meine, jetzt haben sie uns ein bisschen geholfen. Okay, ich meine, wir hätten das auch so hingekriegt. Da wäre MacGyver mit seinem Messer einmal um die Ecke gekommen. Okay, den nächsten Schnitt hat sie behandelt. Ja, sehr schön. Sie wird jetzt schon mal nicht mehr ausbluten. Also Princess ist, glaube ich, richtig gut drauf hier als Ärztin. 2 Sachen muss sie noch behandeln. Dann ist erstmal alles wieder gut. So, hier wird fein gebrutzelt. Was ist denn mit dem Reis? Der muss doch jetzt langsam mal geerntet werden. Nee, ist immer noch nicht so weit. Kane und Beta scherzen über Computerspiele. Na, großartig. Halt, wir müssen hier noch... Warum kochen die denn da? Das muss ich jetzt mal ändern. Das muss abgebaut werden. Aber warte mal, wir können doch hier Aufgaben irgendwie kopieren oder sowas, ne? Ja, genau. Zwischenablage.
Dann kommt das hier rein. Ja. Okay. Und das Ding können wir jetzt abreißen. Ab jetzt soll dort gekocht werden. So. Gut. Es ist immer noch das Thema, dass wir eigentlich jetzt was zur Kühlung brauchen. Ey, das ganze, das Klo ist viel zu klein für diese ganzen Besucher. Das geht irgendwie gar nicht. Guck mal, aber die spielen alle zusammen hier mit den Hufeisen. Okay, also sie haben wir auf jeden Fall mal gerettet, würde ich mal sagen. Mal gucken, wie das dann weiter jetzt läuft. MacGyver unterhält sich über Fantasy mit Kane. Über andere Siedlungen. Also hier ist voll das soziale Leben am Start. Die latschen bloß über unsere Felder. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir überhaupt nicht. So, sie kann wieder laufen. Okay. Und jetzt, warte mal. Jetzt müssen wir was machen? Ich weiß nicht. Wie kriegen wir sie jetzt zu uns eigentlich? Gäste? Ah, die soll sich erstmal erholen, ne? Aber dann macht sie das automatisch oder muss man ihr das anweisen, dass sie da irgendwas machen soll? Müsste sie automatisch machen, ne? Na, erstmal geht sie ins Bett. Und jetzt wird gebrutzelt. Snowden macht Essen. Und packt es da auch rein. Und Holz ist auch schon ganz gut geschlagen worden. 75 haben wir hier. Hier liegt aber viel rum. Ja, ich würde mal sagen, das nächste wäre jetzt... Was meint ihr? Ich würde sagen, den Ausbau hier dieser weiteren Wohntrakte. Ich plane das hier nochmal kurz zu Ende. Verlängern wir das einfach. Hier bin ich mir ganz sicher, wie großzügig wir jetzt mit den Räumen sein sollten. Habt ihr ein Idealmaß? Gefängnis in ihrem Charakterbildschirm. Ah ja, alles klar. Gefängnis. Ah, okay. Schwierigkeit 73%. Anwerben. Versuchen wir es mal. Ich glaube, das kostet Nahrung, oder? Reduziere Widerstand. Was macht man? Erstmal Widerstand reduzieren oder erstmal anwerben? Tod der Leguan ist hier. Aber der müsste ja automatisch jetzt geschlachtet werden, weil wir haben ja immer noch unseren Schlachtplatz hier eigentlich. 7x7 Wohnräume. 8x8. Ja gut, das kriegen wir hier eh nicht hin, weil ich jetzt ja diese Planung habe. 1, 2, 3, 4. Anwerben reduziert automatisch den Widerstand, schreibt Tom. Alles klar. Das ist kein Leguan, das ist eine Keule. Ja, stimmt. Die nehmen wir mal mit, ja. Wobei, ist die Keule besser als das Messer? Aber, ja, ich weiß nicht. Was machen die hier? Machen die Gruppen kuscheln hier am Waschbecken? Sieht so aus, ne? Für Princess nur 2 Quadratmeter. Ach, ich würde sagen, wisst ihr was? Ich mache das erstmal so frei Schnauze. Ich plane mal jetzt, naja. Das wären so lange, schmale Zimmer. Das wird ein mega Gebäude, sage ich euch. Finde ich fast ein bisschen zu groß. So, die Karawane zieht weiter. Endlich sind die weg. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ich meinte, wir haben ja unseren Namen nicht umsonst. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wisst ihr was? Wir müssen doch erstmal bescheiden anfangen. Wir können doch nicht hier gleich die Luxuskabinen bauen. So würde das aussehen. Total, total geiler Lagerraum. Ich meine, man könnte hier noch eine Tür. Obwohl, der muss ja gekühlt werden. Ich glaube, für die Kühlung ist das auch nicht so toll, ne, was wir hier gebaut haben. Ah, ich weiß nicht.
Vielleicht disponieren wir noch mal ein bisschen um, oder? Sechs mal sieben ist 42. Da kann nichts mehr schief gehen. Das ist doch mein Argument. Die haben Darkroom aus dem Klo gemacht. Ey, die stehen da immer noch. Was machen die? Wartet. Die fühlen sich total depressed. Geisteszustand, Selbstverletzung. Ey, Leute, langsam wird's gefährlich, glaube ich. Ist das unser Essen, was sie da essen? Nee, ne? Das hatten die dabei, oder? Was macht der denn jetzt? Selbstverletzung? Ist er bescheuert? Das ist total die crazy Gruppe, die da gekommen ist, sage ich euch. Kotzt er jetzt dahin? Habt ihr es gesehen? Da war irgendwas so Grünes, Ekliges. Und jetzt spaziert er hier im Klo hin und her. So, okay, Leute. Was meint ihr? Wir gucken mal kurz, wie es mit MacGyver aussieht und Konstruktion. 3600 von 5000. Wollen wir jetzt als nächstes diese Hauserweiterung machen? Oder gibt es noch was anderes, was Priorität hat, eure Meinung? Beta steht hier weiter auf dem Klo rum. Ja klar, Gästebetten. Aber Leute... Er geht erstmal aufs Örtchen, ist total sauer, weil Beta da noch spazieren geht im Klo. Oh Mann. Okay, bauen, bis die Kühlung kommt. Ein Forschungsgebiet. Oh ja, das ist noch ein guter Hinweis. Das ist nochmal ein spannender Punkt. Da können wir jetzt gleich mal diskutieren. Das ist hier diese hübsche Mod, die den Forschungsbildschirm... Pausiert da eigentlich? Wenn ich in der Forschung hier bin? Warte mal. Naja, ich habe mal gedrückt. So, was meint ihr? Wollen wir zuerst Batterien machen oder zuerst Bier brauen? Batterien wahrscheinlich, ne? Oder? Licht im Klo. Hygieneforschung, Werkbänke. Ist Batterie das Beste jetzt? Dann sparen wir Holz, dann können wir so eine Windkraftanlage bauen. Ja, Bier ist schwierig, weil wir haben ja nichts angebaut für Bier. Ne? Insofern war das jetzt eher eine Scherzfrage. Wir bauen das nächste Mal, bauen wir Hopfen an. Dann geht das. Also, aus Vernunftsgründen. Also, Bier ist schon eine feine Sache und hat oberste Priorität, aber man sollte auch die Zutaten dafür haben. Ich glaube, das ist ein Argument, dem man sich jetzt nicht verschließen kann. Insofern machen wir erstmal Batterien. Gut. So, dann heißt es, dann planen wir mal. Dann planen wir mal die Zimmerchen. Ja, jetzt brauchen wir natürlich wieder unendlich Holz für den Kram. Ich würde sagen, wir fangen mal bescheiden an. Indem wir erstmal den Teil hier bauen. Und dann gucken wir mal weiter. Die Bäume werden ja dann sicher... Ne, die müssen wir, glaube ich, selber abholzen. Ne? Solange kein Boden ist. Gut, Boden muss ja dann auch noch rein. Ey, die sind immer noch da. Die nerven echt langsam. Und die machen schon wieder ihre Klopapier. Was ist denn jetzt los? Der hat sich selbst verletzt. Was ist denn mit ihm los? Schnitt, Schnitt, Schnitt. Das ist... Oh Gott. Der ist total crazy, der Typ. Der steht hier auf Klo und schneidet sich die ganze Zeit. Oh mein Gott. Und Schlitzer steht daneben. Der fühlt sich depressed. Oh Gott!
Wie widerlich. Kann man denen auch sagen, dass sie abhauen sollen? Das ist ja ekelhaft. Snowden möchte auf Klo gehen, aber er kann nicht, weil der Typ hier... Oh Gott. Was macht er jetzt? Er wäscht sich erstmal. Wahrscheinlich hat er ihm die Hand gegeben oder so. Muss er sich erstmal waschen. Oh nein! Nein! Was machen wir denn mit dem? Oh Gott. Schnitt, der hat sich selbst behandelt. Oder Schlitzer hat ihn behandelt. Ich weiß es nicht. Der blutet hier alles voll, Leute. Es ist widerlich, der soll weggehen. So, jetzt wird hier erstmal geerntet. Also bisher... bisher reicht unser Vorratskammer. Ey, ist jetzt... Hat er sich da hingelegt? Der schläft. Der schläft auf dem Hocker. Snowden wischt erstmal den Dreck weg, den er da gemacht hat. Dafür habe ich vollstes Verständnis. Wie gut ist das denn? So, vielleicht sollte ich hier auch mal eine Tür durchmachen. Damit wir da später mal hinkommen können. Und dann müssen wir das Bett da noch, die Betten umtragen und so Kram. Oh, und er liegt da immer noch. Rechte Hand, linke Arm, linke Schulter. Außerdem hat er im Ohr ein Implantat. Was ist das denn bitte? Schlechte Hygiene auch noch. Ach, das ist schrecklich. Ich könnte ihn festnehmen. Okay, ich kann Gäste auch wegschicken. Los, komm, dann schicken wir die jetzt weg. Wie? Warte mal. Entertain, recruit. Wie kann ich sie wegschicken? Achso, wenn ich da reingehe? Gast. Ah, wegschicken. Kommt, bitte. Eigentlich sind die lustig, ne? Aber jetzt wird's zu viel. Es hat Auswirkungen auf die Beziehung. Ist das von Nachteil? Was meint ihr? Wollen wir sie wegschicken? Oder sollen die hier weiter ihren Psychokram treiben und unser Klo besetzen? Was ist das denn jetzt hier? Tonne mit Fäkalien. ja. Was passiert damit? Kommt die hier irgendwie oft in die Abfallzone oder werden damit unsere Felder gedüngt? Nee, wir bringen hier keine Leute um. Das machen wir nicht. Das machen wir nicht. Okay, Forschung, da kann man Dünger machen. Abwasserschlammkompostierung. Ah. Okay, das ist aber noch ein bisschen weit entfernt. Also ich glaube, wir bleiben mal erstmal bei den Batterien. Ne, wir bringen jetzt keine hilflosen Leute um, die sich sogar selbst messern. Das finde ich nicht so schön. Und ne, ihr wollt ja keine Menschenfleisch essen. Das kommt gar nicht in Frage. Da verbrennt, die werden verbrannt oder eingebuddelt. Nee, okay, dann, wenn ihr so drauf seid, dann lassen wir sie eben noch. Gut, hier wird fleißig gebaut. Wie sieht's aus bei MacGyver? Wie ist er drauf hier? Konstruktion 4, aber bei... er hat's gleich geschafft, Leute. Er hat's gleich geschafft. Das heißt, wir sind dann auch bei der Kühlung. Und dann müssen wir uns überlegen, wie wir die bauen. Und vor allem... aus was für Material wir die bauen. Irgendeiner hatte geschrieben, ich soll die Kühlung gleich irgendwie super geil bauen. Und zwar, ich kann die gar nicht auswählen. Die Kühlung ist sowieso nur aus, da kann man gar nichts wählen. Alles klar, ich sollte sie bloß drehen, ne?
Konstruktion 5. Naja, MacGyver ist gleich soweit. Er hat doch schon 5. Warum wird mir das nicht angezeigt? Okay. Temperatur. So, Kühlung. Jetzt geht's. 90 Stahl, 3 Bauteile. So, das heißt, ich müsste sie aber umdrehen, ne? So müsste es doch eigentlich gehen, oder? Gibt es irgendeinen Trick, den man noch beachten muss, wo man das hinbaut oder so? Ich meine, da können sie sich in der Ecke noch so ein bisschen wärmen im Winter. Na gut, wenn wir das nachher ausbauen, wir beobachten das mal ein bisschen. Dann kann man ja hier sozusagen noch weitere Kühlung bauen. Ja, das stimmt. Wir bauen die Kühlung dann immer rechts raus. Ja, gutes Argument. Machen wir das so und dann machen wir hier mehrere. Raucherecke, Piero. Ja, das wäre auch gut. Aber wir sind mal wieder pragmatisch. So, kommt. Erste Kühlung rein. Sag mal, ist der Strom, hat er sich jetzt da selber hingelegt? Habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Irgendwas, ich habe da irgendwie so ein Mini-Stromkabel gesehen. Bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ja, ich leg am besten nochmal Strom dahin, ne? Also im Moment habe ich nicht das Gefühl, dass unsere schöne Vorratskammer hier zu klein ist. Wir haben ja schon das halbe Reisfeld abgeerntet. Baut sie denn eigentlich gleich wieder ein neues an? Ah ja, alles klar. Gut, insofern müssen wir irgendwann mal tatsächlich auf Hopfen umsteigen. So Leute, was macht... Hä? Was passiert denn jetzt? Er setzt sich auf ihn rauf? Jetzt wird es ja immer ekelhafter. Wisst ihr was? Irgendwie ist mir das... Oh, sie füttert. Oder sie gibt zu essen. Irgendwie ist mir das jetzt zu widerlich. Komm, wir schicken die weg. Schluss. Wegschicken. Bestätigen. Hau ab. Gehen die jetzt alle? Geht. Die gehen jetzt alle. Und er? Er ist freundlich und mitfühlend. Und nicht organisiert. Okay. Er soll auch gehen. Er hat sich selbst nochmal behandelt und geht jetzt. So, sie verlassen. Sie verlassen die Gruppe. Gut, die Psychotypen sind weg. Ey, die Sachen sind weiter fertig gebaut. Es wird, glaube ich, mal Zeit, dass wir hier irgendwie auch mal Strom da reinlegen. Stromkabel. Ziehen wir gleich mal hoch. Ich weiß gar nicht, wie das mit den Lampen ist. Stehlampe. In die Ecke oder was? Na, wir lassen sie, glaube ich, heute Nacht erstmal drin schlafen. Komm. Nee, das war doof. Das will ich nicht so. Müssen wir nochmal neu machen. Und dann ziehen wir den Strom. Ich weiß gar nicht. So. Das war Quatsch. So. Hier müssen wir nachher auch nochmal Licht hinbringen. Aber erstmal haben wir... dieses ganze Chaos überstanden. Ich glaube, die Leute sind ziemlich froh, dass sie jetzt weg sind. Rausgeekelt, genau. Die werden auf dem Rückweg Selbstmord begehen. Ja, stimmt. Jetzt werden sie auch noch weggeschickt. Erst schon so sind sie Psycho und dann werden sie auch noch weggeschickt. Bei Fluffy hat sich mein Gast bewusstlos gesoffen, nachdem er mein Esszimmer vollgekotzt hatte. Er hat sich besoffen, nachdem er das gekotzt hatte. Okay. Ah, Geräte verbinden sich automatisch. Okay. Das Kabel ist nicht nötig. Na toll. Okay, alles klar. Dann können wir das auch wieder abbrechen. Stromkabel, zack. Oh Mann. Ich muss echt mal ein bisschen meine Zigarre nochmal anzünden. Ein bisschen entspannen hier. Das war mir echt... Ich dachte, wir sind hier einsam auf so einem Planeten und dann kommt gleich so eine riesen Schamanfamilie und so eine Psychotruppe und noch so ein nackter Räuber. Warum ist die eigentlich nackt? Ist sie Nudistin? Das haben wir uns gar nicht angeguckt, ne? Das Faultier frisst den Reis?
So, Princess macht erstmal sauber oder wäscht sich. Ich kann doch das Faultier nicht abknallen. Ey, ihr seid ja drauf. Puh. So, kurz mal ein bisschen Plan. Also, wir machen einfach weiter mit dem Anbau. Ne? Da haben wir jetzt erstmal genug zu tun. Er hat 5 erreicht. Das ist ja schon mal ganz gut. Wenn es den Anschein macht, als würde die unsere Vorratskammer zu klein werden, wird die sofort weitergebaut. Aber im Moment bleibe ich nochmal bockig und behaupte, sie reicht jetzt erstmal für unsere Zwecke für die nächsten Wochen komplett aus. Mach Batterien. Wir können keine Batterien machen, weil wir sie noch nicht erforscht haben. Ach, ihr seid alles so eine fiesen Mörder. Wir beobachten ihn mal, ne? Also wenn er anfängt, unsere Ernte zu fressen, dann wird es natürlich fies. Zähmen. Was sollen wir denn mit so einem Riesenfaultier? Das frisst uns doch noch alles weg. Ich weiß nicht. Kartoffeln sind 50%. Baumwolle 46, Heilwurzel 38 und Mais 36. Mais wächst am längsten. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Die Streams gehen in der Regel so bis um 1. Und dann quatschen wir noch ein bisschen beim Feierabendbier. Eine zu große Vorratskammer lockt nur Verrückte an. Das finde ich auch. Schutzmauern und Fallen. Also rein Roleplay-mäßig sagen die sich doch jetzt eigentlich, na gut, obwohl, sie haben jetzt eigentlich kennengelernt, dass diese Welt voller total freakiger Spinner ist. Insofern ist das vielleicht gar nicht so verkehrt, über Sandsäcke und so nachzudenken. Riesenfaultier, Wolle ist eines der besten Materialien. Zaun um den Garten. Kann man Zäune bauen? Habe ich noch gar nicht gesehen. Man kann einen Sandsackzaun bauen. Das wäre doch was, oder? Ich mache deswegen nicht schneller, weil ich hier gerade in meiner persönlichen Entspannungsphase bin. So, auf euer Wohl, auf diese wunderbar ruhige Nacht, seit langem mal wieder eine ruhige Nacht, herrlich. Hört ihr die Stille? Hört ihr diese leichte Brise, diesen Wind hier, der vom Fluss herüberzieht, das Rauschen der Wellen? Beziehung der Kolonisten. Stimmt, wir könnten uns mal hier angucken, warte mal, nee, Welt wollte ich nicht gucken. Fraktionen. Guter Hinweis. MacGyver ist mit Konstantin Snowden befreundet. Princess ist er nur bekannt. Smalltalk. Gespräch über Gefühle anderer Menschen. Stimmt, er mag ja keine Frauen, deshalb minus 25. Princess. Also sie hat ein leicht positives Verhältnis, ne? Mann minus 25, das ist halt schon mal ein Negativkriterium. Aber die beiden Männer sind einigermaßen befreundet. Wie es aussieht. Und er mag, also Snowden mag Princess, aber das ist leider nicht beidseitig, dieses Verhältnis. So, hier wird noch geschlafen. 4 Uhr. Ein Psychoplanet, wo die ganzen Bekloppten der Galaxie abgeworfen sind. Mit Sandsäcken würde ich gar nicht erst anfangen. Das Faultierproblem muss... Ey, das schläft da total friedlich. Ist ganz gemütlich. Was habt ihr denn...
Also bitte. Wir können das Faultier wegschicken, ja, das wäre auch noch eine Möglichkeit. Es gibt kein Faultierproblem. So, der Nebel lichtet sich langsam. Wie sieht es aus mit dem Holz? 259, das sieht ja gar nicht so schlecht aus. Wenn die jetzt aufgestanden sind, würde ich sagen, können wir vielleicht sogar schon mal die Betten umstellen, ne? Wo schlafen die denn? So? Ja. So, und Princess, die schläft am längsten, deswegen kriegt sie noch nicht ein neues Zimmer. Schlafen sie in den Ecken. So, ich weiß nicht, so ein Luxus wie Nachttischchen und sowas, das machen wir jetzt gar nicht, noch nicht. So weit sind wir noch nicht. Aber hier könnten wir noch elektrisches Licht vielleicht organisieren, oder? Vielleicht sollten wir auch in der Kühlkammer elektrisches Licht. Sollte man vielleicht auch haben, oder? Warum zieht er jetzt hier keine Strippe? Das finde ich doof. Er könnte doch von hier auch eine Strippe ziehen. Das gefällt mir nicht. Da soll er erstmal das Bett da umbauen. Hier kommt auch ein Licht rein. So, was ist mit dem Faultier los? Es ist ganz friedlich. Guck mal, wie niedlich es ist. Och Mensch, ihr seid so gemein zu dem. So. Snowden gab zu MacGyver einen Kommentar über leckeres Essen. So, die Kühlung läuft gleich. Gleich läuft die Kühlung, Leute. Machen wir ein bisschen schneller. Im Moment ist ja alles klar, würde ich sagen. Yay, er hat es hingekriegt, Leute. Er hat es hingekriegt. Können wir die Kühlung kann man auch irgendwie noch einstellen, oder? Oder macht ihr das? Ach, hier, guck mal. Wo sehe ich jetzt die Zieltemperaturen? Zieltemperatur 21. Ne, wir wollen minus 10, oder? Wollen wir hier eine Eiskühlung haben oder minus 1? Was sagt ihr? Minus 10 oder minus 1? Das linke Kabel ist noch gar nicht gebaut. Ah, alles klar, das ist der Grund. Hey, Anduls! Vielen, vielen Dank! Ich hab's gesehen. Gott sei Dank. Herzlichen Dank. So, minus 5 reicht. Minus 5 reicht. Geil, wie der Schätz sich mal wieder einig ist. Minus 1, minus 5, minus 10. Ich würde mal sagen, ich gehe mal auf Kompromisslinie und gehe auf minus 5. Wie wird eigentlich Beton gemacht? Wie machen die hier Beton? Weil ich finde, wir sollten hier mal langsam irgendwie ein bisschen Hygiene walten lassen. Beton wird aus Stahl gemacht. Kommt. Auch wenn ihr das vielleicht doof findet, aber ich will Beton haben. Kann ich kein Beton bauen? Ich habe keinen Stahl. Ich habe Stahl nicht eingesammelt, ne? Hier liegt doch irgendwo überall Stahl rum. Wo ist denn der Stahl? Hier, ne? Ne, Sandstein. Es müssen noch irgendwo Silber. Oder hat man gar keinen Stahl am Anfang? Ich will Betonboden. Muss man den abbauen? Was haben wir hier eigentlich? Da haben wir Stahl. So, könnt ihr mal die Betten umbauen oder was ist hier los?
Jetzt baut er die Betten um. Ja, Betten benötigt. Er schleppt die doch gerade, Leute. Toni, danke für den Hinweis, wie man Zement herstellt. Ich müsste noch ein bisschen was haben, sagt ihr. Wir haben keinen Stahl mehr. Gibt es einen Weg, wie ich irgendwie Stahl auf der Karte finde? Kann man da irgendwas, einen Trick anwenden? Eine Suchfunktion? Oder ist der Stahl alle? Müssen wir jetzt hier in stahlloser Zeit leben? Sandstein? Komprimierter Stahl. Das ist der Stahl, ne? Das heißt, ist der Moment gekommen, wo wir hier schon so ein bisschen Bergbau betreiben wollen? Was ist denn hier los? Hier ist eine Schildkröte tot. Oh. Ob man auch... Man könnte... Was ist denn das da? Unser Riesenfaultier hat... Da wohnt es. Oder ist es noch ein anderes? Nee, vermutlich ist das unseres, ne? Können wir es eigentlich benennen? Wir brauchen einen Namen für das Riesenfaultier. So. Was liegt denn da noch im Fluss? Gute Frage. Liegt da noch was im Fluss? Hi, Metallschrott. Und nochmal Metallschrott. Und noch ein bisschen Holz. Oh. Das ist nochmal gut. Das können wir schon nochmal holen. Ich meinte, der Schrott im Fluss, der kann da ruhig liegen bleiben. Was macht sie? Ach so, sie ist hier immer noch am Start. Schaut mal, die unterhalten sich über Luftballons und allem Möglichen. Also Princess ist vielleicht doch gar nicht so asozial, wie wir immer denken. MacGyver ist übrigens jetzt schon mal am Forschen. Langsam läuft's hier. So, hier wird noch nicht gebaut. 309 Holz. Das geht. Ich würde mal sagen, wir bauen jetzt schon mal den Flur. Das Stahlproblem ist immer noch nicht gelöst. Die kannst du mal bitte wegtragen. Okay. Für Stromkabel braucht man Stahl. Alles klar. Ja, was meint ihr? Wollen wir anfangen, hier so ein bisschen Stahl abzubauen? Oder ist es jetzt zu früh? Ich meinte, wir können die Stromkabel nicht bauen. Ne? Wir müssen das, glaube ich, machen, oder? Achso, das geht, glaube ich, auch besser über Befehle. Einer bringt 1500, sehe ich das richtig? Na, wir machen mal. Mal gucken, wer da arbeitet. So, Sommer, 32 Grad, alles easy peasy. Ja, das ist doof. Wir können das hier gar nicht richtig in Betrieb nehmen, wenn wir keinen Stahl haben, weil die Stromkabel fehlen. So, ich soll ins Menü der Gefangenen gehen und Gefängnis checken. Schwierigkeit 73, verbleibender Widerstand 23. Anwerben. Was gibt's zu checken? Stahlgebäude abbauen. Ach, ich weiß nicht. Ich finde das jetzt doof, Stahlgebäude abzubauen. Ah ja, okay. Ach so, da hinten. Ja, okay. Ist es besser, ist es einfacher, das abzubauen? Ist das cooler? Oder sollte man Bergbau machen? Ist weiter weg, ne? Na, erstmal haben wir Nacht.
reduziere vielleicht erst den Widerstand. Vorhin wurde gesagt, das ist egal. Anwerben reduziert das automatisch. Verbleibender Widerstand 23,3. Okay, Tom bestätigt das nochmal. Vielleicht braucht sie ein bisschen Licht oder so. So, wie sieht's aus? Also irgendwie habe ich das Gefühl, mit unserem schönen Lagerraum kommen wir doch wunderbar hin im Moment. Ja, wir können doch nicht mal die Stehlampe weiterbauen, weil uns Stahl fehlt. Also Stahl ist jetzt eminent wichtig. Wir hatten den Bergarbeiter, Bergbaujob. Den hat MacGyver auch. Ja. Bergbau hat er 3. Oh Gott. 2. Vermutlich ist dann Abbauen doch besser, oder? Weil er das mit Konstruktion macht, vermute ich. Während hier Bergbau zum Tragen kommt. Dann machen wir das mal weg. Dann mache ich doch Abbau. Abreißen. So. Da haben wir dann erstmal über 1000 Stahl. Das reicht vielleicht. So, was macht MacGyver? Der Ärmste muss in sein scheiß dunkles Zimmer gehen und jetzt da schlafen. So, da schlafen sie jetzt erstmal alle zusammen. Okay. Aber wir sind schon im August. Ich weiß nicht, mit der Nahrung müssen wir dann nervös werden, aber was sollen wir machen? Die Gefangenen hat 8 im Mining. Aha. Die wäre auf jeden Fall eine sehr gute Ergänzung für uns. Jo, das wird schon. Ich werde hier aber jetzt keine Organe entnehmen oder so. Im Moment noch, zumindest noch nicht. Wenn die Gruppe nicht aus Psychos besteht, drückt das auf die Stimmung. Na gut, alles klar. Okay, diesmal, glaube ich, ist in der Nacht jetzt hier nicht so viel zu gucken. Beziehungsweise wir müssen noch ein bisschen nochmal... Eigentlich müssten wir einmal auch mal die Biografie der Gäste, der Leute hier nochmal ein bisschen genauer durchlesen. Den Hintergrund. Komm, das machen wir jetzt mal kurz. Wo steht das nochmal so genau? Snowden. Es stand doch nochmal irgendwo das nochmal genau mit diesem Hintergrund. Bio. Also, gucken wir uns mal Snowden an. Snowden ist keine Person, sondern ein Instrument der Zerstörung. Er wurde in einer Biowaffenfabrik gezüchtet und erhielt eine Kampfausbildung während seines beschleunigten Wachstums. Snowden genießt jede Art von Kampf und meidet menschlichen Kontakt. Und als Erwachsener war er dann aber offenbar kein Soldat, sondern ist dann doch als Hausmeister unterwegs gewesen, warum auch immer. Während andere Passagiere die Jahre zwischen den Sternsystemen in Krypto-Schlafkapseln verbrachten, musste Snowden in regelmäßigen Abständen aufwachen, um Kontrollen durchzuführen, Navigationssysteme zu überprüfen und Mechanoiden zu ölen. So, das ist Snowden. Gucken wir nochmal bei Princess vorbei. Wo war das jetzt hier nochmal? Bio. Krankes Kind. Als Kind litt Princess an einer seltenen Krankheit. Isoliert in einem Forschungshospital war menschlicher Kontakt und körperliche Betätigung nur in geringem Maß vorhanden. Allerdings wurde sie dank des sterilen Umfelds eines Hospitals sehr vertraut mit der Wissenschaft und Medizin. Okay, Leute, diesen Hintergrund muss man auch erstmal wissen, ne? Ich meinte, dann entwickelt man ein gewisses Verständnis für die Dame. Als Erwachsene ist sie Systematikerin, reiste von Sternensystem zu Sternensystem, um die Pflanzen- und Tiervielfalt auf verschiedenen Planeten zu studieren und klassifizieren, immer in der Hoffnung, einen Katalog zu komplettieren. Okay. Und sie weigert sich zu schießen und anzugreifen. So, jetzt noch hier Roland MacGyver Groh, Wrackforscher. 2 Generationen bevor MacGyver geboren wurde, riss ein apokalyptischer Krieg seinen Heimatplaneten in die Anarchie. MacGyver wurde beauftragt, die Herden seines Stammes zu beobachten, aber oft entzog er sich seinen Pflichten, um die zerstörten Kriegsschiffe, die auf dem Planeten überall verstreut waren, zu erforschen. MacGyver war von alten Maschinen und arkanen Technologiestücken besessen. Er sammelte sie, wo immer er konnte, und liebte es, sie auseinanderzunehmen, um zu sehen, wie sie funktionierten. Er hatte die Angewohnheit, über seine Sammlung zu reden, auch dann, wenn niemand mehr zuhörte. Sehr schön. Okay.
Hausmeister sind in der Regel Werkzeuge der Zerstörung. Super Nanny, ich habe nicht das Gefühl, dass wir jetzt im Moment so irgendwie in der Phase sind, wo wir jetzt anfangen, schon Bücher zu schreiben. Ich habe das Gefühl, wir haben noch nicht so die Basics aufgebaut, deswegen wollen wir uns damit noch nicht mal so beschäftigen. Okay, ich soll in der Nacht Schlaf auf alles stellen. Aber ich meinte, neulich als Snowden verletzt war, da hat er nachts auch gearbeitet. Weil er irgendwie erholt war, ne? Nachts wird nicht gearbeitet. Stimmt, MacGyver Story passt echt perfekt zusammen, das ist richtig. Gruselige Atmung. Nee, wir lassen die auch zusammen schlafen. Nachtarbeiter wollen wir hier nicht. Bildung, Literatur, Kunst sind Basics. Ich finde, hier sauber machen, das ist Basic. Nein. Vielleicht machen wir noch mal irgendwann eine Kolonie der Literaten und so. Das wäre irgendwie auch cool, ne? So eine reine Kunst, so eine rein Kunstsinnigen. Das finde ich ganz cool. Was ist das immer, wenn das was Grünes? Kotzen die dann? Sieht immer, ist Überlebensration. Es sieht immer ganz schrecklich aus. Seht ihr das da? Oder ist das normal? Ich finde das irgendwie sehr merkwürdig. Leute, irgendwie geht das Essen hier geht irgendwie mega schnell weg. Kann man da irgendwas machen? 8 einfache Mahlzeiten haben wir nur. Meint ihr, wir kommen mit dem Kram hier über den Winter? Ich meine, im Notfall müssen wir halt das Faultier schlachten. Oder habe ich zu wenig Felder angelegt? Was? Rettungskapsel Verwandtschaft? Ein Bildhauer namens Shooter ist mit einer Rettungskapsel in der Nähe abgestürzt. Wenn er den Aufschlag überlegt hat, ist er... Stopp. Shooter gehört zu der feindlichen Fraktion Union von Rohr. Du kannst ihn einsperren, um ihn zu rekrutieren oder zu versklaven. Er ist Princes Bruder! Princes Bruder ist angekommen! Er ist aber ein Feind! In 15 Stunden blutet er aus und wir haben aber kein Gefängnis. Wir müssen ein neues Gefängnis. Halt, warte mal. Wir können aber... Wir könnten MacGyver umsetzen und das mal so zum provisorischen Gefängnis machen. Okay, das ist vielleicht, glaube ich, eine ganz gute Idee. Setzen wir das Bett nochmal um. Es hat halt Pech gehabt, aber das ist jetzt nötig. Neu installieren hier. Dann machen wir... Wir bauen jetzt aber kein Bett, sondern der kriegt jetzt erstmal nur einen Schlafplatz hier in der Ecke. Quatsch, was mache ich hier? Abreißen. So, dann wird das neue Gefangenenort. Ja. Bett benötigt, ist klar. So, und jetzt, wo ist er? Er liegt hier unten. Ich weiß nicht, ob das... Achso, wir müssen ihn holen, ne? Komm, das macht Princess, die ist ja auch die Ärztin. Ausziehen? Nee, gefangen nehmen, ne? So, mal gucken, ob das hinhaut, ne? Von der Zeit her. Sie ist gerade mit... Aber ich meinte, sie muss ja ihren Bruder retten. Aber warum ist ihr Bruder feindlich? Was ist das wieder für eine krasse Geschichte, Leute? Kunst 17. Ein zweites Bett ins Gefängnis. Das geht auch? Okay. Gut. Okay, Leute. Dann nochmal Plan zurück. Danke. Das wusste ich nicht. Reißen wir das wieder ab. Das... soll MacGyvers Bett wieder werden. Wie kann man ihm das sagen? Er wählt... Wähle Besitzer. Wähle Besitzer. MacGyver. So, alles klar. Und jetzt bauen wir hier... noch ein Gefängnisbett hin. Na, das ist doch gut. Wenn das so geht, ist doch perfekt. Möbel.
Schlafplatz. Hier, andere Ecke. Gefangen. Achso, ist schon. Nee, alles gut. Der ganze Raum ist der Gefangenenraum. So, jetzt wollen wir aber unbedingt bei Princess bleiben und wir können diese... Halt! Bist du bescheuert? Wo geht sie denn jetzt hin? Will sie essen? Füttert? Nee, komm. Rette mal deinen Bruder. Also nochmal, jetzt bleiben wir mal bei ihr dran. Mach ein bisschen schneller. Mal gucken, ob die Zeit reicht. Sie muss jetzt mega langsam diesen krassen Strom überqueren. Der Kerl kann mich reich machen. Na, mal sehen. Mal sehen. Erstmal schleppt sie ihren Bruder über den Fluss. Was für eine dramatische Szene, Leute. Unfassbar. Die Frage ist, wird er das überleben? Können wir ihn auch nochmal auswählen? Nee, ich kann ihn irgendwie nicht auswählen, Leute. Aber vielleicht hier bei Gästen. Nee, egal. Scheiße, jetzt habe ich sie verloren. Betten werden benötigt. Wieso das denn? So, jetzt legt sie ihn da hin und jetzt verarztet sie, hoffentlich gleich. 11 Stunden. Das wird was, Leute. Das wird was. Wir kriegen den Bruder. Kunst 17. Meine Herren. 10 Stunden? Aber wir kriegen die Leute gar nicht ernährt. Habe ich so ein bisschen die Angst. Wir hätten keine Baumwolle anpflanzen sollen. Was sollen wir mit Klamotten? So, der hat es erstmal geschafft. Sehr schön. Der ist 61? Und sie ist 29. Was ist das denn bitte? Irgendwas stimmt da nicht. Wir gucken uns mal seine... Ah, warte mal. Anwerben. Oh, Schwierigkeit ist deutlich geringer. Also er ist ein Geschichtenschreiber. Als Kind war Shota süchtig nach Büchern. Den ganzen Tag war er in seiner lokalen Bibliothek und steckte seine Nase in Bücher. Eines Tages musste die Bibliothek aufgrund von Budgetkürzungen geschlossen werden. Shota war verzweifelt. Er beschloss, die Lücke zu schließen, indem er seine eigenen Geschichten schrieb. Und dann wurde er Bildhauer. Er kreierte anfangs steinerne Skulpturen in menschlicher Größe, aber er begann bald größer zu denken. Mit Hilfe von Bergbaurobotern lernte er, wie man riesige Monumente aus Felsklippen hauen konnte. Einige Zeit später waren die Naturparks seiner Glitzerwelt voll mit riesigen Steinfiguren. Ja, krass. Das Problem ist, dass wir die für das Überreden halt, ich glaube, wir füttern die halt extrem viel mit Nahrung. Ich glaube, das ist das so ein bisschen das Problem, warum wir tendenziell so ein bisschen Nahrungsmangel haben. Kann das sein? Ich glaube, ja, so ist es. Oh, schaut mal. Der hat hier schon einiges gelernt. Wow, krass. Der kann bald Gegenstände transportieren. Wie gut ist das denn? So, hier, wo hast du ein Steinbockfleisch? Hä? Wo hast du das denn bitte her? Hat er das sich irgendwo geholt? Ich bin begeistert. So, was ist hier los? Raumschiffstücke, aber die sind so weit weg. Will ich jetzt nicht machen. Das mit dem Bett, das müssen wir nochmal wieder ändern. Das hat irgendwie nicht geklappt. Muss er nochmal umschleppen. Und mit dem Stahl scheint das auch funktioniert zu haben. Wir haben jetzt... Oh, nur noch 11 Stahl. Wir müssen, glaube ich, weiter abbauen. Warte mal. Das können wir doch bestimmt besser machen. Deinstallieren? Nee. Gibt es hier Abbau? Abreißen. So. Also, der Vorratsraum reicht aber echt, ne? Leute. Ach so, die haben ein eingefrorenes Alter und ein biologisches Alter. Stimmt, richtig, ich erinnere mich. Aber... Naja, ihr richtiges Alter ist 61, seins. Und 118 ist er eingefroren. Also das ist schon ein bisschen merkwürdig, ne? 29 und er 61 und die sind Geschwister.
Das stimmt irgendwas nicht. Aber gut, wenn man sich einfrieren kann, geht das natürlich auch. Ne? Ihr müsst mal ein bisschen mitdenken. Die Medizin. Okay. Princess zeigt Interesse an den Muskeln. Bettenbett. Wieso sind schon wieder Betten benötigt? Achso, er schleppt die gerade, ne? Naja, ja, ist klar. So, der Flur ist erstmal auch soweit. Verdammt, ich habe die Türen vergessen. Naja, kann mal passieren, ne? Kommt, wir haben das Holz. Wir bauen jetzt mal hier weiter. Und vergessen jetzt nicht die Türen. Machen die genau auf der anderen Seite. So, jetzt müssen wir mal ein bisschen sparsam sein hier mit dem Strom. Wie wir das verlegen. Das war zum Beispiel nicht sparsam, was wir hier gemacht haben. So. Zimmer sind noch arg karg. Da muss noch ein bisschen was passieren. Aber so weit sind wir noch nicht. So, naja, wir haben zwei Leute da erstmal. Das ist doch ganz nett. Bloß, ich habe eher das Gefühl, die kosten uns erstmal nur wahnsinnig viel Nahrung. Da müssen wir mal gucken. Wie ist eigentlich hier die Temperatur jetzt? Hier ist sie bei minus 5 Grad. Also die Zieltemperatur wird souverän erreicht. Wie viel verbraucht er? 200 Watt. 300 Watt. Der Generator ist hier fleißig am Arbeiten. Was ist das für ein Geräusch? Ach, der Schlacht. Was macht Snowden? Wo holt er immer die Steinböcke her? Was macht er hier heimlich? Geht er auch selber jagen, ohne dass wir das irgendwie befehlen? Ach so. Ah, ja, ja, ja. Alles klar. Ihr habt das Rätsel aufgeklärt. Mit dem. Das hat was mit dem Schlaf zu tun. Und dem Altersunterschied, alles klar. Ja, das hatte ich ja schon geahnt. Was ist denn ein Nahrungsmittelspender? Okay, Komponenten. Warte mal, wie viel haben wir jetzt hier? Stahl ist noch ein Thema. Silber. Ist das Geld? Wo sieht man die Komponenten? Textilien. 37 Leder. Bauteile. 22. Ah, verstehe. 38 Fleisch liegen hier noch rum. Ja, mein Bruder habe ich auf Anwerben geklickt. Das habe ich gemacht. Daran wird gearbeitet. Ich glaube sogar, dass wir den zuerst kriegen. 17,6, 42. 73, 22. Das kostet halt mega Nahrung, die da zu überzeugen. Vielleicht hätten wir die sterben lassen sollen. Die Steinböcke liegen tot auf der Map rum. Fleisch im Kühlhaus lagern. Ja, warum tut er das nicht? Ich musste das, glaube ich, hier verbieten. Ne? Das erlauben wir mal alles nicht. Keine Mahlzeiten, keine rohes Essen. Also überhaupt keine Nahrung. Oder? Und auch keine Medizin. Dann schleppen die das, glaube ich, um. Ne? Gut. Soweit, so gut. Wenn die Zimmer gebaut sind, bauen wir dann die Böden und dann machen wir langsam mal, dass es ein bisschen schicker ist bei denen. Wir brauchen dann direkt schon mal ein fünftes Zimmer. Da müssen wir dann irgendwie anbauen. Da machen wir hier so einen verwinkelten Flur hier hoch und von dort dann in die anderen Zimmer. Oder wir machen hier so einen Außentrakt. Genau, der geht hier rein, hier eine Tür und hier außen auch eine Tür. Geht hier ein Flur lang und dann kommen die anderen Zimmer hier hin. Ja, das könnte so gut werden. So machen wir das. Der hat die Emos auf dem Heimweg abgepasst und erzählt was von Steinböcken. Ja, das kann auch sein. Der macht aus Mais, Reis, Fleisch grüne Paste zum Essen. Da kostet eine Mahlzeit nur 6 Einheiten statt 10. Hä? Und wo gibt's den? Habe ich noch gar nicht gesehen. Bei Produktion oder was?
hier, Nährstoffspender. Spender. Okay. Mhm. Tja, was meint ihr, Leute? Sind wir in so einer kritischen Situation? Es ist August. Oder Jugust, wie es hier heißt. Das heißt, bald kommt Herbst. Okay, das Jugust heißt einfach nur Sommer. Ja, ist es nötig, dass wir das Ding bauen? Ich müsste auf die Jagd gehen. Ja, okay, wir gehen auf die Jagd. Aber er bringt doch Steinböcke ohne Ende rein. Bakris meint, wenn der Mais fertig ist, habe ich genug Essen für den Winter. Kartoffeln sind bei 69. Mais ist bei 49. Hm. Okay. Na gut, dann verlasse ich mich mal auf die Leute, die das sagen. Und wir bauen keinen ekligen Nahrungsspender. Grüne Paste wollen wir nicht essen. Soweit kommt es noch. Gut. Wir gucken mal ein bisschen weiter. Was ist eigentlich, was diese roten Balken? Haben die irgendwas zu sagen? Achso, das ist die Stimmung oder was? Nee. Hm. Oder wie weit die sind. Ach, guck mal, die diskutieren schon miteinander über irgendwie Kram. Die haben sich da schon angefreundet. Aber jetzt, glaube ich, lohnt es sich nicht mehr, noch was anzupflanzen. Das kommt, glaube ich, von der... Ach, das ist der Schaden. Okay. Ah ja, okay. Oh, schaut mal, wir können Holzfüßer im... wir können... Ist ja cool. Ach, hier geht das. Entnimm Herz, entnimm Lunge. Aha. Und Holzbeine können wir implantieren. Das habe ich noch nie gesehen. So, jetzt wird hier fleißig weitergebaut. Wo geht er denn jetzt hin? Was macht er denn da? Ach, der holt da noch Zeug. Das rumliegt. Ah, da lag noch Stahl rum. Sehr gut. Hier liegt auch noch Stahl rum. Prima. Was hat er jetzt eigentlich schon bei Konstruktion? Er ist immer noch auf 5. 2000 von 6000. Wenig Medizin. Aber wir kriegen ja bald hier unsere Heilwurzeln. Dann sollte das auch klappen. So, sie macht das fertig. Joa, soweit alles okay. Forschung läuft auch langsam an. Princes letzte Gespräche mit Shouter. Gucke ich mir gerne mal an. Shouter hat Gedanken zu Interventionismus mit Princes ausgetauscht. Gemeinschaft. Shout hat Princess für ein Gespräch gerufen. Witzige Geschichte über das Loslassen. Princess zeigt Interesse an der emotionalen Stabilität von Shouter. Okay. So, irgendjemand ist jetzt völlig genesen. Oh, schaut mal, sie. Sie läuft immer noch nackig rum. Wir kennen doch gar nicht ihren Hintergrund, oder? Höhlenkind. Ah, das erklärt einiges. Sie wuchs in einem großen, komplexen Höhlensystem tief in einem Gebirgszug auf. Sie half den Erwachsenen, die Höhle zu erhalten und zu verbessern. Deswegen kann sie auch so gut Bergbau. Und sie ist Wissenshüter. Sie entstammte einer langen Linie von Wissenshütern in ihrem Stamm. Jede Nacht am Feuer überlieferte sie uraltes Wissen und nützliche Weisheiten in Form von Geschichten. Hm. Okay. Aber es dauert ewig, glaube ich, die da auf diese Art und Weise zu überreden. So. Jetzt hat er das darüber transportiert. Achso, wir wollten ein bisschen jagen gehen irgendwie, ne? Oh, das arme Riesenfaultier. Es sind zwei dort. Aber so richtig tolle Tiere gibt es hier nicht in der Nähe, außer das Riesenfaultier. Hier.
Ja. Eine Schlachtbank soll ich bauen. Okay. Widerstand 17,6 auf 17,3. Kann ich erstmal eine Schlachtbank ins Lager bauen oder spricht da irgendwas dagegen? Snowden trägt erstmal hier den Stahl durch die Gegend. Ich würde eine Schlachtbank hier hinbauen. Braucht die Strom? Ne, ist eine normale Werkbank. Ah ja, okay. Ich will ja was jagen, was so ein bisschen in der Nähe ist. Ne? Sonst laufen die über die ganze Karte. Ein Wark haben wir auf der Karte. Aber es ist verletzt. Weit weg. Gut. Hier wird fleißig gebaut. Das gefällt mir. Das Ganze ist jetzt fast fertig. Sehr schön. Was? Hier wird irgendwo geschossen. Snowden schießt. Ja. Sehr schön. Jetzt flieht das Tier. Ich meinte, er ist irgendwie ein mega gezüchteter Soldat und kriegt hier das nicht hin. Mit zwei, drei Schüssen. Ja, genau. Schießt da noch durchs Gebäude durch. Komm, geh doch einfach mal näher ran. Oh Mann, Snowden, ey. Du bist so ein Spezialsoldat. Jawohl. Aber wie viele Treffer braucht das Viech denn? Mit 4 Stunden verblutet es. Jetzt. Heia. Mann. Ich finde eigentlich, Jagen ist was für den Winter. Jetzt ist das gar nicht die Zeit. Snowden läuft zum Vieh über. So jage ich auch in Kingdom Come, das kann ich verstehen. So. Da ist Licht an, das heißt, wir sind eigentlich so weit. Das können wir hier nochmal entfernen. Geht das nicht? Hallo? Dass wir das Bett auch uminstallieren. So, okay. 81 Holz. Wir müssen mal wieder für ein bisschen Holz sorgen. Das heißt, ich gehe mal wieder auf die Suche nach irgendwie netten Bäumen. Bereit zum Ernten, perfekt. Sowas lesen wir gerne. 99, perfekt. Ja, also ich bin mir nicht sicher. Sollten wir vielleicht das mal erforschen mit den Bäumen pflanzen, dass wir irgendwie so eine Plantage anlegen? So schnell scheinen die hier nicht nachzuwachsen, ne? Alles über 80 nehme ich jetzt mit. Hier oben sieht es ganz gut aus. Die Gegend ist hier ganz gut geeignet. Ich glaube, hier mache ich mal ein komplettes Programm. Hier erwischen wir, glaube ich, viele. Befehle. Holz hacken. So. Okay. Was macht er hier? Snowden ist erstmal am Kochen. Er ist am Forschen. Dauert aber lange. Eigentlich ist er doch so ein guter Forscher. Aber wir haben 41 Fleisch. Verdirbt in 19 Tagen. Gekühlt 4,8. Ist sehr merkwürdig, dass sich das so krass verändert. Sollte man das denn eigentlich nicht schneller? Wieso verdirbt das so schnell? Ich meine, wir haben doch hier eine Kühlung. Was soll denn der Quatsch? Das dürfte doch gar nicht verderben.
1 Grad. Hier, die Kühlung funktioniert nicht. Bei 31 Grad. Ist das das Problem? Ist es draußen zu warm? Die Kühlung geht nicht. 0 Grad. Ich muss die Kühlung runterstellen. Ich glaube, die Leute hatten recht, die gesagt haben, dass minus 5 ist zu wenig. Jetzt wird es kälter. Jetzt verdirbt es auch nicht mehr. Alles klar. Das war tatsächlich zu warm draußen. Und das, obwohl es schon 21 Uhr nachts ist. Mann, 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 Mann. Die Tür geht ständig auf und zu. Ah, okay. Wie kann man das verhindern, dass die Tür... Also, ihr hattet ja den Vorschlag gemacht, da noch so ein... so eine Vorraum zu machen, ne? Eine Schleuse bauen. Ja, kann ich mal probieren. Reicht das, wenn man... Muss man da eine... Na, wir mal gucken mal. Reicht das so oder muss man da eine Lücke machen? Wir machen mal sicherheitshalber eine Lücke. Und dann bauen wir hier... Das ist jetzt hier die Raucherecke. Hm. Runterstellen bringt nichts, mehr als laufen kann die nicht, die kennt nur ein oder aus. Aber warum gibt es denn diese Zieltemperaturen? Achso, das kommt wirklich nur durch die Tür. Interessant. Kühlraum aus Stahl oder Stein hilft auch. 5 Felder zwischen den Türen. Och Leute. Okay. Ein zweites Kühlgerät. Oder Doppelwand aus Holz. Also bitte, bei so einem kleinen Raum, wo ihr schon gesagt habt, das ist viel zu klein, kommt noch nicht mal eine Kühlung hin. Was ist das denn? Ist ja wohl erbärmlich. Aber eigentlich ist es auch nicht so schlimm. Ich meinte, wenn... Das taut dann halt immer wieder auf und wird gefroren. Ich meine, in echt würde man das nicht machen, aber... Hm. Wie sieht es eigentlich aus mit dem Stahl? Ich wollte doch hier gerne... Ja, ich wollte doch einen Betonboden... Das will ich mal nicht vergessen. Böden, Beton. So. Bisschen Hygiene muss ja sein. Ich meine hier, okay. Sie läuft hier immer noch rum. Die unterhalten sich nett. Aber groß ändern tut sich hier nichts. Ich glaube, das dauert ewig. Das dauert bis ins nächste Jahr, bis wir die haben. Sie hat immer noch nicht ihr Bett umgeschleppt. Oh, jetzt kommt Gewitter. Eieiei. Jetzt wird's kritisch. Aber ich meinte, Wasser haben wir in der Nähe. Unseren kleinen Brunnen. Und hier unten ist auch Wasser. Also ich meinte, am Löschwasser sollte es nicht mangeln. Sechs Kühler pro Raum. Das Gewitter ist aber heftig, Leute. Jetzt wollen wir mal ein bisschen vorspulen. Oh, jetzt geht's los. Ein kleines Buschfeuer hier am Rande. Aber das Ganze geht schon wieder aus. Es gibt einen nebligen Regen gerade, der die Feuer löscht. Wie erfreulich. So, werter Mixig. Ne, jetzt promote ich dich auch noch, aber das ist unschön, was du da machst. Richtig
Hatten wir schon mal so einen coolen Regen? Das ist zum ersten Mal hier. Richtig nett. Schöner Morgenregen. Gut, ich würde mal sagen, wir machen mal weiter, indem wir hier die Brüden machen. Ja, es kostet viel Holz. Aber das ist schon das Nächste, ne? Für die Gemütlichkeit. Sie kann mal ihr blödes Bett da umbauen. Und dann, der Tisch ist auch noch nicht fertig. Oh, Leute, wir brauchen mehr Holz. Mehr Holz. Sind meine Abholzbefehle? Die sind noch gar nicht ausgeführt worden. Okay, alles klar. Ich würde mal sagen, dann machen wir mal ein bisschen schneller. Was macht Princess? Achso, die ist hier mit dem Hund immer noch beschäftigt. Was machen die jetzt hier? Isst Gras. Schaut mal, die essen nicht unser Essen. Die essen Gras. Hier zwischen ist nämlich Gras. Die sind ganz lieb. Der Hund hat jetzt schon Transport 6 von 7. Was passiert denn eigentlich? Transportiert er ganz normal dann Sachen mit? Finde ich ja irgendwie crazy. Na, bist du hier Reis? Geht spazieren. Oh, jetzt wird wieder weiter geerntet. MacGyver macht erstmal den Betonboden. Ah, sehr schön. Das sieht doch schon... Achso, wir sollten hier vorne dann vielleicht auch Betonboden machen. Nur so... Sieht sonst hässlich aus. Faultiere zähmen, sagt ihr. Was machen wir denn mit den gezähmten Faultieren? Ich meine, wir können das ja mal probieren. Wir machen mal einmal zähmen. Kein Tierpfleger kann Riesenfaultier zähmen. Benötigt Stufe 9. Princess hat 8. Okay, sie ist also noch nicht gut genug. Naja, irgendwann wird sie es drauf haben, wenn sie noch ein bisschen weiter den Hund trainiert. Ich habe fast keine Nahrung mehr. Ja, wir müssen... Okay, wir jagen jetzt, komm. Wildtiere. Wildschweine. Jetzt kommt die Mega-Jagdsaison. Bei Regen und 35 Grad. Was, die haben 35 Angriffschance? Ich dachte 2%. 2% haben die. 10% Angriffschance? Nee. Haben sie nicht. So, Snowden geht jetzt auf die Jagd. Er hat sein Gewehr am Start. Besucher sind in Rimworld angekommen. Sie haben Angst, aus folgenden Gründen kein Gästebett. Ne, Leute, wir haben jetzt auch überhaupt keine Nahrung oder so für Besucher. Wir schicken sie mal weg. Das ist jetzt... Wir haben zwei, mit denen haben wir genug zu tun. Ist halt so. Weitere Gäste können wir einfach nicht verpflegen. Dazu haben wir jetzt einfach nicht die Mittel. Was ist eigentlich hier oben los? Ah, das hat er schon auch schon abgebaut. Komm, dann müssen wir das auch noch mal ein bisschen machen. Wir sind... Obwohl, 140 Stahl sollte vielleicht jetzt reichen. Ist jetzt nicht so Priorität, ne? Wichtig ist, dass wir jetzt hier... Aber wir bleiben mal bei Snowden, bei seiner Jagd. Oh. Das dauert ewig. Ich glaube, ich habe ein bisschen viel angeguckt, ne? Belassen wir es mal bei den Wildschweinen. Gucken wir mal weiter. Ach so, die Faultiere haben 10%. Ah, okay. Kann das bei der Zähmung auch passieren? Nee, ist doch nur beim Angriff, oder? Naja, er ballert da jetzt ein bisschen rum. Das wird er schon hinkriegen. Wir haben doch auch sowieso... Naja, gut. Der Reis ist ja jetzt... Ihr habt gesagt, das reicht. Auf euch verlasse ich mich. Was liegt hier eigentlich hier für Klamotten noch rum? Was machen die hier? Die machen irgendwas, Leute. Sie liegt bei ihm im Bett. So, Fußboden wird gemacht, auch gut.
Ja, der Killer. Oh Mann. Oh Mann, oh Mann. Gott sei Dank ist die Munition unbegrenzt. Hey, wir haben einen. Okay, immerhin. Er legt den auf den Abfallhaufen. Aber wer muss den ausnehmen? Ich habe es schon wieder vergessen. Er selbst, ne? Aber erstmal geht er sich waschen. Das finde ich vernünftig. Bevor du den ausnimmst, ist das sehr vernünftig. So, die Fußboden laufen langsam. Hier muss aber noch geerntet werden. Wir brauchen echt ein bisschen... Ah, jetzt ist er dabei. Sehr schön. Was bringt denn so ein Wildschwein? Bin gespannt, wie viel Fleisch da rauskommt. 43. Oh ja. Das ist doch okay. Und die essen uns echt alles Essen weg. Er brät ein bisschen und hier wird weiter geerntet. Gut, das läuft soweit. Fußboden dauert noch seine Zeit. MacGyver ist abends. Abends hat MacGyver immer seine Forschungszeit, habe ich das Gefühl. Wir brauchen, glaube ich, für was brauchen wir? Ich glaube, wir brauchen 8, ne? Für dieses. Ja, er hat immer noch 5. Boah. Also bis wir 8 haben, das dauert ewig. Für die Turbine, würde ich sagen. So, 40 Tage verdirbt es. Da brauchen wir uns keine Sorgen machen. Sollten wir im Flur vielleicht auch eine Lampe haben? Hm. Ganz schön düster, ne? Und da schlafen sie wieder alle. Und es regnet und regnet und regnet. Okay, bei nebligen Regen jagen ist sinnlos. Hm. Na gut. Also wenn es morgen früh noch regnet, dann schalte ich das Jagen wieder aus. Guter Hinweis. Wie lange regnet es denn hier? Stimmt, steht ja hier auch. Reduziert die Treffsicherheit und Laufgeschwindigkeit. Ein Hinweis an die Mods, wenn ich irgendwie eingreifen soll, ich kann auch direkt einfach mal raustappen und bei YouTube reingehen und mal spontan ein paar Leute komplett bannen, wenn sie nerven. Oder habt ihr es noch im Griff? Ich gieße mir erstmal nach. Der Regen hört auf. Habe ich zumindest... Nee, habe ich... Mach das in Ruhe danach. Okay, mache ich in Ruhe danach. Warum kommen heute so viele Leute hier rein und spammen uns voll? Was ist heute los? Was ist heute anders als sonst? Ist es Rimworld? Okay, es regnet noch. Ich wollte die Jagd abblasen. Das klingt sogar ganz authentisch. Warum ist das durchgestrichen? Weil es schon bewusstlos ist. Dann wird es vielleicht sterben. Von selbst. Sehr gut. Gute Nacht. Liegt an Rimworld. Zieht Rimworld diese Leute an? Möglicherweise. Gut, ich würde mal sagen, also Ziel für heute Abend, was ist noch unser Ziel? Ich denke, Ziel sollte es sein, dass wir diese Räume ausgebaut haben, dass wir vielleicht noch hier und da Nachttischchen bauen oder so ein Kram. Gibt es noch irgendwie ein wichtiges Ziel, was wir unbedingt heute Abend noch erreichen sollten? Ich meine, die Nahrungssache ist so ein bisschen... Das könnte nochmal interessant werden. Die Tür übrigens, die... Naja, gut. Nee, das ist schon okay, die Tür. Stühle! Ja, das ist noch ein guter Hinweis. Okay, der Bildhauer ist jetzt auch komplett gesund. Ja, komm, können die nicht einfach mal sagen, hey Leute, hier ist es nett und komm, alles gut und so weiter und so fort. Stühle. Der Punkt ist halt, dass unser guter MacGyver, der hat ja genug zu tun. Ich will ihn jetzt hier noch Stühle bauen lassen. Der soll ja erstmal den Kram hier bauen. Warum ist Forschung, vielleicht, wir müssen bei der Arbeit vielleicht nochmal was gucken. Also, forschen, bauen ist beides eins.
Warum forscht er jetzt eigentlich? Wenn er bauen könnte. Vermutlich, weil er kein Holz hat. Und Waldarbeit ist 3. Und Princess macht zuerst Feldarbeit. Ah, aha, das ist das Problemchen. Und Snowden, was macht eigentlich Snowden? Snowden kocht. Kochen ist natürlich auch wichtig. Ja, das ist der Punkt, ne? Aber Feldarbeit geht halt vor irgendwo, ne? Wir könnten auch sagen, MacGyver soll erstmal bitte Bäume fällen, bevor er forscht. Ich weiß nicht. Jetzt müsste er das eigentlich mal machen. Ja, jetzt geht er Bäume fällen. Okay. Ja, ich bin mir nicht ganz sicher, was jetzt wichtiger ist. Es ist blöd, dass diejenige, die Feldarbeit macht, auch die Bäume fällen muss. Naja. Wie ist eigentlich die Stimmung bei unseren Leuten? Oh, die Stimmung steigt, aber durchnässt ist nicht so gut. Aber dagegen kann man nichts machen. Ohne Tisch gegessen. Wieso hast du ohne Tisch gegessen? Abscheuliches Schlafzimmer. Ja, daran arbeiten wir noch. Okay, Rimworld ist ein bisschen Mainstream, Ecke. Das kann sein. Bald streame ich Fortnite. Ah. mein Geheimplan ist enttarnt worden, verdammt. So, gut. Also MacGyver hat Holz. Wir haben das wieder bereinigt. Also das ist jetzt, ich denke mal, das ist jetzt noch der Plan. Wir machen noch die Zimmer hübsch. Die Zimmer hübsch und das Nahrungsthema wird uns das nächste Mal dann nochmal schwer beschäftigen. Ich glaube nicht, dass wir heute noch die beiden hier überredet bekommen, dass sie bei uns bleiben. Was ich irgendwie absurd eigentlich finde, dass das so lange dauert. Ich meine, wir sind so eine nette Truppe. Naja. Nicht. So. Was brauchen wir denn? Wir gucken, können ja schon mal überlegen. Was brauchen wir denn für ein gemütliches Zimmer? Wir brauchen Blumentopf. Mit Sicherheit, wir brauchen eine Kommode, wir brauchen einen Nachttisch. Ich würde mal sagen, diese Basics sollten dabei sein. Wir stellen mal einen Nachttisch hin. So, Blumentopf. Ach so, da brauchen wir einen Stahlblumentopf. So, der. Ich meine, die Zimmer sind eigentlich viel zu groß. Sieht alles total verloren aus. Ist erbärmlich. Das kann nirgendwo gut aussehen. Planen wir mal erstmal die Kommode. So, und jetzt kommt der Stahlblumen. Nee, schaut mal, geht auch aus Holz. Alles klar. Schwierig. Die schwierigste Entscheidung an diesem Abend. Wo kommt der Holzblumentopf hin? Lass ich mich mal spontan inspirieren. Als Fußende. Den machen wir dahin. So, okay, mal gucken. Da ist viel Holz zu fällen, um das zu bauen. Princess erntet, das ist gut. Hier ist es aber noch viel Bäume, das ist auch gut. Snowden kocht, alle machen ihren Job. Aber irgendwie Mahlzeiten, naja. Fleisch, naja. Reis, naja. Wer frisst hier so viel? Das sind diese beiden. Die sollen mal kommen und arbeiten. Tisch mit Hocker in die Zimmer. Wie Blumen ohne Licht? Die haben doch Licht. Die haben doch eine Stehlampe. Das hat das Faultier gefressen, die Lücke? Glaube ich nicht. Gute Nacht, Tobikus.
Licht bei den Gefangenen. Ah, alles klar. Das ist ein guter Hinweis. Stimmt. Wir machen es mal bei den Gefangenen nett. Dazu brauchen die aber Strom. Leute, das wird aufwendig. Nee, wir können. Wisst ihr was? Wir machen da eine Fackel. Für die Gefangenen ist eine Fackel völlig in Ordnung. Das ist irgendwie von der Aufteilung. Und dann kriegen die einen Minitisch. Das ist gut. Das ist ein guter Hinweis. Vielleicht erfreut sie das. Und wisst ihr was? Dann tun wir mal hier, bauen wir jetzt für uns neue Stühle. Jetzt hat er es ja vielleicht drauf. Und wenn er die gebaut hat, packen wir die Höcke, packen wir zwei Hocker hier hin. Guter Hinweis. Danke. Das muntert die vielleicht auf. Okay, Leute. Gut. Oh, jetzt kommt hier langsam was rein. 67. Jetzt kommt langsam was rein. Reis zweimal abgeerntet. Der Mais und sowas. Oh, die Kartoffeln sind bald soweit, habe ich das Gefühl. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Richtige Betten? Wollen wir nicht übertreiben, oder? Fenster gibt's doch hier nicht, oder? Ach, das schöne Hufeisenwurfspiel. Herrlich. Bei Regen, 31 Grad. Tropenregen. Die sind schon freudige Erwartungen, laufen hin und her, dass sie bald eine Fackel bekommen und ein Tischchen. Richtige Betten. Jetzt wollen wir mal keinen Luxus hier einführen. Und alle gehen ins Bett. Wunderbar. Der nächste Tag geschafft. 7. August. Wie viele Tage hat denn hier so ein Monat? Das mit jeweils 15 Tagen. Ah, okay. Das heißt, wir haben noch 7 Tage jetzt im Sommer. Und dann kommt der Herbst. Verstehe. Naja, wird doch was. Was? Am WC stapelt sich das zweifach verarbeitete Essen. Ja, was machen wir damit, Leute? Was kann man damit machen? Dringend tragen. Warum kann ich das nicht normal tragen? Umwerfen ist auch nicht die Lösung. Auf den Boden schippen. Wie kann man das wegtun? Ich guck mal, was passiert, wenn wir das... Was passiert? Können wir das hier hintragen? Abfallzone? Leichen? Warum ist hier... Wartet mal. Tonne mit... Schaut mal. Das war nicht richtig eingestellt. Oh Gott. Die Fäkalien, Leute. Gut, dass ihr mich darauf hingewiesen habt. Das ist ja wirklich unangenehm. Was ist eigentlich hiermit? Auch noch nicht am Arbeiten. Tja, MacGyver hat einfach zu viel zu tun, Leute. Ja, ich brauche Holz. Ich weiß. Hier wird ja immer noch gefällt. Das Blöde ist halt, dass Princess immer hier dabei ist zu ernten und nicht und die Gefangenen hier irgendwie zu beschäftigen und eben keine Bäume fällen kann. Das ist halt das Problemchen. Die Gefangenen fressen so viel, also weiß ich nicht. Stimmung zu niedrig. Das hat wirklich was mit der Stimmung zu tun, Leute. Da stand eben was Stimmung zu niedrig. Wir müssen die verwöhnen. Das hätten wir gleich mal früher machen sollen. MacGyver muss oben immer hinlatschen. Und jetzt fehlt uns der Strom, weil wir kein Holz haben. Na toll. Wisst ihr was? Wir müssen mal kurz hier eingreifen. Snowden muss auch. Muss auch Holz fällen. So geht das nicht weiter. So geht das nicht weiter. Und wir gucken mal, ob in der Nähe noch ein paar fette Bäume sind. Sieht aber nicht so aus im Moment.
doch bereit zum Ernten hier. Bereit zum Ernten. Ja. Gut, dann bauen wir ihnen vielleicht auch einen schicken Boden noch rein, aber tja, Holz, 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 ne? Das große Thema. Kein Holz. Ja, Besucher schicken wir weg. Kein Strom, kein Holz. Jetzt wird erstmal der Boden gebaut. Ich würde ja sagen, Priorität hat jetzt erstmal der Generator, oder? Wir können nicht kochen ohne Generator. Kann man denen das mal sagen? Egal, hör mal auf zu bauen jetzt. Bitte mach doch erstmal den Generator voll. Überfall! Verdammt, wir haben keine Sandsäcke. So, da ist einer mit was? Mit Messer. Okay, jetzt müssen wir uns erstmals selber wehren. Jo. Okay. Schauen wir mal. Hat eigentlich MacGyver alles an, was er anhaben kann? Schutzweste. Ne, irgendwas gab es da noch, ne? Ich glaube, irgendeine Sache, die haben wir irgendwo verbummelt. Ah ne, das hat, glaube ich, Snowden an. Ja, die Schutzhose. Ja, ist wahrscheinlich nicht so klug. Sollte der Nahkämpfer komplett haben. Aber wir lassen ihn erstmal. Wir lassen ihn erstmal kommen. Wir müssen weiter Holz fällen. Das ist jetzt mindestens genauso wichtig. Auf die Person, dann Rechtsklick auf den Generator, wenn Holz verfügbar ist. Ah, okay, alles klar. Danke für den Hinweis. Im Moment ist kein Holz verfügbar. Weil MacGyver immer alles verbaut. Muss erst wieder Holz geerntet werden. So, der entschließt sich noch nicht zum Angriff. Der ist doch schon wieder nackig. Das sind diese Büßer. Ich glaube, die sind alle nackig. Der wird aber nicht als Gefangener genommen. Der wird. Aber das Blöde ist, dadurch, dass sie nichts anhaben, haben die auch nichts dabei. Wir werden aber nicht kannibalistisch hier werden. So, warte mal. Jetzt stopp mal. Geh mal bitte hier, priorisiere. Ah, danke. Jetzt holt er noch mehr Holz dafür. Hm, der bleibt da noch unten. Wir machen erstmal ein bisschen schneller. Die sollen mal weitermachen. So, jetzt startet er den Angriff. Alles klar. Gut. Dann Snowden, wo bist du? Ein bisschen weit ab. Geh mal in Kampfmodus. Und positioniere dich mal hier an der Ecke. Er kommt schon. Und im richtigen Moment kommt MacGyver. Und stürmt auf ihn zu. Ja, Treffer. Jawohl. Wow. Er ist doch eine Kampfmaschine, Leute. Von wegen hier. Sehr gut. Hervorragend. So, jetzt ist nur die Frage, was wir mit dem machen. Die mögen das nicht. Wir haben doch irgendwo, warte mal, irgendwo hatte ich gesehen, dass es gibt hier die Möglichkeit bei Hygiene Verbrennungsgrube. Hm. Oder es gibt, glaube ich, Gräber noch, die man ausheben kann, oder? Was war das nochmal? Diverses Grab. Ich weiß nicht. Was machen wir mit den Toten? Ach ja, geh mal bitte wieder. Mach mal weiter hier. MacGyver auch. Was machen wir mit den Toten? Verbrennen oder vergraben? So, Leute, ich werde mal kurz. Jetzt hier selber mal eingreifen. Aber merkwürdigerweise kann ich auch nur vorübergehend blockieren. Naja, was machen wir? Vergraben, das kostet kein Holz. Okay, das ist ein Argument. Das heißt, wir müssen jetzt einen Friedhof anlegen.
Den können wir hinter diesen, hinter, hier hinter gleich anlegen, oder? Am Fluss? Nimm die Verbrennungsgrube, die ist auch für den menschlichen Unrat. Tante Mimi meint erstmal Gräber bauen. Ich mache ein Lager am Rand, da können sich die Waage dran fressen. Okay, das finde ich eine ganz witzige Sache. Aber auch ziemlich fies irgendwo. Aber warum nicht? Lass uns das mal ausprobieren. Wir machen mal eine Abfallzone. Nur für Leichen. So, dann kommen hier keine Leichen rein. Und der darf dann aufgenommen werden. Das ist ganz schön perfide, ne? Hey, der Hund trägt Holz. Zum ersten Mal. Er hat's hingekriegt. Geil. So, sehr schön. Strom haben wir auch wieder. Insofern ist jetzt alles in Butter. Wir gucken mal, was mit der Leiche passiert. Den Waagtribut finde ich klasse. Ab zur Abschreckung. Ein Leichenhaufen, ja. Oh nee, ey, schaut mal, die Nachttische sind teilweise fertig. Die Kommoden. Langsam wird es angenehm. Wir haben doch hier so eine Anzeige irgendwie, ne? Warte mal. Ich muss erstmal finden. Toggle Room. Ja, na gut, ja. Abscheulich, dürftig, mittelmäßig. Okay. Doch noch nicht so weit, dass das irgendwie nett wird. Aber es ist auch dreckig. Aber das sind sekundäre Probleme, würde ich sagen. So, Nahrungsproblem. Was haben wir hier? 292 vegetarische Sachen. Ah, langsam füllt sich das Lager. 75 wird immer gestackt. Und jetzt kommt der Punkt, wo ihr sagt, okay, das könnte ein bisschen zu wenig werden. Man könnte doch... Ist es sinnvoll, hier eine Tür zu machen? Oder sollte man komplett... Sollte man komplett das offen machen? Ich würde sagen, das machen wir nochmal. Wir erweitern jetzt doch schon mal das Lager. Ist nur die Frage, machen wir eine Tür oder reißen wir die Wand ab? Bin ich mir nicht ganz sicher. Der wird nochmal gefällt. Und der wird... Hier werden die Pflanzen entfernt. Gut. Ja, Fußmatten. Wand weg ist besser, sagt Barkris. Diese Fußmatten-Mods habe ich nicht. Ich finde, Dreck ist halt auch eine Herausforderung. Ne? Fußmatten sind ein Traum. Tür kostet Zeit durchzulatschen. Na gut, dann bauen wir erstmal die Wand und dann reißen wir, also dann reißen wir die Wand ab. Aber dann brauchen wir auch eine Kühlung, ne? Oh, das wird nochmal wieder ein Großprojekt. Aber Stahl ist ja jetzt ausreichend erstmal vorhanden. Okay. Aber sie schleppen, oh, schau mal, eine Tonne haben sie schon weggeschleppt. Eine Tonne haben sie schon weggeschleckt. Die Leiche liegt noch rum. Das Messer können wir immer noch aufheben. Kann man vielleicht noch verkaufen bei Zeiten. Und hier ist auch immer noch nichts passiert. Ja, 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 ja. Dieser Holz... Diese Holzproblemchen. Da könnte ich gleich nochmal... Diese Bäume, die können, müssen sowieso weg. Machen wir auch mal diese weg. Jetzt gehen wir mal wieder hier mit... Mit groben. Naja. Wir haben noch einiges markiert, also kann noch ein bisschen was getan werden. Erstmal schön auf Klo. Waschen. Den Leuten zu fressen geben. Zu fressen, sage ich schon. Selber essen. Wow. MacGyver baut weiter an den Stühlen. Wahrscheinlich. Ich weiß nicht, ab welchem Punkt man sagen kann, dass er normal oder gut bauen soll. Ab welchem Konstruktionslevel. Aber vermutlich mit seinem noch nicht, ne? Ich weiß jetzt auch nicht, warum er ausgerechnet jetzt mit den Stühlen anfängt. Das finde ich jetzt auch nicht so mega. Ja, ach so, weil er darauf gleich essen wollte. Ah, jetzt verstehe ich das. Alles klar. So, komm, dann haben wir schon mal den ersten Hocker frei. Auch wenn noch kein Tisch da ist. So, und jetzt muss er erstmal wieder Holz fällen.
Aha, sie erntet die Medizin, die Kräuter. Die haben überhaupt keine Zeit, die Leiche wegzubringen und auch nicht die Fäkalien. Hier ist mega der Stress gerade angesagt. Ein Waffenhändler ist da. Eine Karawane. Außerdem, ein Ex-Liebhaber von Princess ist dabei. Krass. Was geht denn hier ab? Von wegen Princess. Sie mag keine Männer. Vielleicht ist er der Grund, warum sie keine Männer mehr mag. Könnte sein, ne? Man weiß es nicht. Naja, jetzt haben wir erstmal wieder Full House für die nächsten Tage. Er trägt schon mal den Hocker dahin. Sie geht erst auf Klo und dann bringt sie das Essen zu den Gefangenen. Okay, dann gehen wir mal mit Princess und gucken, ob es sich lohnt, irgendwas zu kaufen. Hitzewelle. Auch das noch. Wo latschen die denn jetzt bitte hin? So, Leute. Jetzt müsst ihr mal sagen, wir haben noch 729 Silber. Lohnt es sich hier von irgendwas zu kaufen? Ich meine, das ist ja mega teuer. Automatische Schrotflinte. Oder ist es Quatsch? Sollten wir das sein lassen? Wir müssen bedenken, dass Princess ja nicht mitkämpft. Ne? Wir brauchen also nur für zwei Leute Waffen. Super, wenn Nanny sagt, das Sturmgewehr ist prima. Das Sturmgewehr ist es wert. 652. Also wir knallen jetzt unser gesamtes Silber weg, um das Sturmgewehr zu kaufen. Okay, verstehe ich das richtig? Bendaxon meint, es lohnt nicht. Bakris auch. Kann man mit dem Sturmgewehr auch jagen? Schutzhose. Na, eins geht nur. Ist es überhaupt sinnvoll, einen Nahkämpfer zu haben oder sollte man beide mit Gewehren ausstatten? Ich meine, der MacGyver kann auch ganz gut schießen eigentlich. Ist vermutlich besser, ne? Na gut, Leute, ihr habt mich überredet. Wir kaufen das Sturmgewehr. Okay. Das liegt jetzt hier rum, ne? Das ist unser, ne? Okay, dann wird jetzt... Kann er mit dem Sturmgewehr auch jagen? Dann wird er jetzt das Sturmgewehr ausrüsten. Und das andere, lässt er das dann fallen? Oder wie macht er das? Ja. Okay, dann werden wir jetzt MacGyver das andere Gewehr geben. Und dann haben wir zwei Gewehre. Na gut. Ist irgendwie so absurd, mit Sturmgewehr auf die Jagd zu gehen. Ich glaube nicht, dass es so besonders geeignet ist, aber okay. So, Hitzewelle, 39 Grad. Was bedeutet das für uns heute? Kriegen wir den Raum hier kalt? Minus 5 Grad. Also das scheint zu funktionieren. 75 Kartoffel. Ah, Kartoffelernte kommt. 287 vegetarische. Ja. Der Hund ist auch fleißig am Transportieren. Das gefällt mir sehr, sehr gut, dass der Hund hier mitarbeitet. Ganz brav. So, hier wird fleißig gefällt. Ich finde krass, diese Waffenhändler, was die alles für Flinten so mit sich schleppen. Jetzt würde ich mal gerne so einen coolen Angriff von so einer großen Bande sehen. Das würde ein Gemetzel ergeben. So, MacGyver macht jetzt hier die letzten Möbelreste. Er ist übrigens Konstruktion schon 6. Immerhin. Allerdings hat er hier mal wieder versagt. Er hat mal wieder versagt. Hier wächst eine Eiche vorm Klo. Kühlung in der Bude. Vor allem müsste mal jemand sauber machen.
Messe an den Händler verkaufen? Ja, gute Frage. Ich meine, das bringt vielleicht nicht so viel, aber könnte man sich direkt nochmal überlegen. Ne? Wir haben ja jetzt Waffen, die wir nicht brauchen. Gott, wo habe ich sie hergeholt? So. Was haben wir? Wo steht, was wir haben? Hier, Knüppel. Den Stahlknüppel. Ich glaube, den Stahlknüppel... Ach, ich meine, der bringt nur 56 Cent, alles klar. Den Revolver. Kann man den Revolver verkaufen? Macht das Sinn? Das Messer haben wir noch gar nicht aufgehoben, deswegen können wir das gar nicht. Ich meine, was sollen wir mit dem Revolver, wenn wir zwei geile Waffen haben? Oder, aber wohl, die anderen können sich ja... Nee, wir sollten das behalten, den Stahlknüppel. Aber 56 Cent ist Quatsch. Das war, glaube ich... Wenn er hier, der Bruder, zu uns kommt, kann der vielleicht den Revolver nehmen oder sowas. Deswegen habe ich den jetzt noch behalten. So, wir brauchen echt mehr Leute, die hier was machen. Wir brauchen Leute, die putzen. Wir brauchen Leute, die die Fäkalien wegbringen. Solche netten Jobs. Ich finde, das sind gute Argumente, mit denen man mal hier sprechen sollte. Hey, wir können übrigens den nächsten Hocker hier rüberbringen. Großartig. Den stellen wir mal hier hin. Die sind bestimmt ganz begeistert schon mal davon. Okay, und ich muss auch hier die nächste Kühlung reinbringen. Wenn wir den Raum dann in Angriff nehmen wollen. Sonst wird es schwierig. Okay. Krass, wie sie mit ihren Waffen hier patrouillieren. So, dieser blöde Nachttisch, den kriegt er nicht hin dort. Da oben haben wir immer noch Bäume, die gefällt werden. Hier auch. Also an Bäumen mangelt es im Moment nicht. Es mangelt echt an der Arbeitszeit. Und es mangelt daran, dass wir diese Typen nicht überredet kriegen, zu uns zu kommen. 42, 13, 73, 19 hat sich sehr, sehr, sehr wenig getan. Und sie schleppt das Essen dahin. Oh Mann, 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 Mann. Und die haben aber Gott sei Dank ihr eigenes Essen mit. Ne? Die setzen sich zwar an unsere Tische, aber sie bringen ihr eigenes Essen mit. 49 Grad jetzt. In den Innenräumen auch 49. Oh Gott, ist ja schrecklich. Aber es scheint ihnen irgendwie noch nichts auszumachen. Außer MacGyver, der ist irgendwie nicht so gut drauf. Sehr heiß, minus 8. Gut. Die verlassen das Gebiet aufgrund der gefährlichen Temperatur. Ja, Leute, und wir müssen hier bleiben. Ach so, ich müsste übrigens mal hier irgendwie eine Pflanze auswählen, ne? Wie kommt die da hin, die Pflanze? Naja. Jetzt wird erstmal geschlafen, noch ein bisschen Holz gefällt. Und wir haben schon wieder kein Strom. Das ist ja beschissen. Das ist ja richtig blöde. Wegen der Hitzewelle, unser Essen. Ach, wisst ihr was, liebe Leute? Ich finde, das ist ein guter Cliffhanger. Kein Strom, 50 Grad, Essen vergammelt und so weiter und so fort. Alles ist dreckig. Ich würde mal sagen, an dieser Stelle machen wir einen Schnitt.